Hallo und herzlich willkommen zur Folge 63 und gleichzeitig unserer letzten Folge in diesem Jahr. Ja. Man weiß ja nie, was passiert, ne? Morgen ist es soweit. Ja. Morgen ist es soweit. Oder dazu vielleicht später. Also wenn diese Folge veröffentlicht wird, dann haben wir es vielleicht schon überstanden. Wenn nicht, dann... Stell dir mal vor, wir senden jetzt irgendwie genau 3 Stunden und dann ist es schon morgen und dann ist ja schon vorbei. Haben die eigentlich eine Uhrzeit festgelegt? Man weiß es nicht. Ich dachte eigentlich, wenn der morgige Tag endet, weil dann hört ja auch der Kalender auf. Und dann haben wir noch Zeit. Ja. Ja. Ich hatte auch mal so einen Kalender zum Drehen, so einen Jahrzehntekalender, den ich als kleines Kind geschenkt bekommen habe. Du konntest so weiterdrehen, dann hat sich das so alles verändert für jedes Jahr. Der ist vor 2 Jahren auch ausgelaufen. Da ist nichts passiert. Ja. Na gut, es gibt wichtigere Sachen. Feedback zur letzten Folge von dieser Apfelkern. Die kennen wir doch irgendwo her. Ja. Die sich natürlich wieder als lebendes Brüllaffen-Couch schief erweist. Ja. Echt faszinierend. Und Marek hat mir noch einen Film empfohlen. Dorfpunks. Ich glaube, ich habe das Buch mal angefangen. Das ist ja irgendwie von Rocco Schamoni. Mhm. Ich werde bei Gelegenheit mir den mal anschauen. Da habe ich mich dazu verpflichtet. Und dann berichten. Ja, ne, ich muss aber auch sagen, ich euch als Feedback, ich war ja nicht dabei, nur ihr beiden, fand's echt gut. Also ich find's immer interessant, wenn ich mal selbst nicht dabei bin, weil dann werden die Folgen ja meistens gut. Nett dann so zu hören, dass das vielleicht auch wirklich manchmal ganz interessant sein kann. Schön, ja. Dass du das selbst erkennst. Ja. Nein. Puh, und wir haben schon gedacht, immer gern dabei. Connor und ich haben uns schon überlegt, wie wir dir das beibringen, dass du heute möglichst schnell uns wieder verlässt. Ach so. Also, danke Markus. Okay, tschüss. Nein. Wie es ja Tradition ist bei uns, haben wir die letzte Folge des Jahres wieder einen Jahresrückblick. Tradition. Natürlich. Wenn wir das sagen, ist es Tradition. Schon das zweite Mal. Ja. Diesmal wahrscheinlich in einem Aufwasch. Also nicht wie das letzte Mal zweigeteilt. Nee. Und für die Live-Hörer schon mal die Info, zwischen den Jahren gibt es auf jeden Fall keine Folge. Da machen wir nämlich Urlaub im Dschungel. Richtig. So. Ich habe vorhin ja so, also vorher bei Wikipedia geguckt, was so das Jahr 2012 geboten hat. Und der erste Eintrag war gleich, dass am 1. Januar der 10. Jahrestag der Einführung des Zahlungsmittels Euro war. Und irgendwie, keine Ahnung, mir kommt das schon länger vor. Länger? Ja, ich bin mir irgendwie ein, ich kann mich schon gar nicht mehr an die Marke erinnern, so richtig. Ja, doch schon, kann ich mich schon noch ein bisschen. Habt ihr noch welche zu Hause? Ich habe noch alle Münzen und einen 5-Mark-Schein, sonst nichts. Ich habe, glaube ich, auch noch ein paar Pfennige. Und ich habe so eine Fehlprägung, glaube ich, von so einem 1- oder 2-Cent-Stück, der dann in der Farbe vom 5-Cent-Stück ist. Der ist bestimmt Millionen wert. Ich habe noch so Sammelmünzen, so 10-Mark-Silbermünzen. Boah. Nee, ja. Da war ich ja zwischenzeitlich noch in dem Alter zu pleite, um die zu behalten. Nee, die habe ich geerbt. Ach so, okay. Mit dir hast du nicht noch Taler oder Gulden oder sowas? Ja. Ja. Doch, ich habe noch Notpfennige. Was ist das denn? Kenn ich gar nicht. Das war, ich glaube, nach dem Ersten Weltkrieg oder so. 5 Milliarden Mark, Reichsmark, sowas. Habe ich noch. Habe ich mir mal bei eBay ersteigert. Weil die exklusiv irgendwie nur für Mainz gemacht worden waren und so. Ich muss mal gucken, wo ich die habe. Aber sehr cool. Das war, wo
wo es halt kein vernünftiges Geld war und die Inflation explodiert ist und so. Ja. Aber ich habe mich irgendwie an den Euro mittlerweile gewöhnt. Also ich rechne nicht mehr um. Nee, am Anfang hatte ich das jetzt, also ich meine, es macht ja jetzt eh keinen Sinn mehr. Nee. Aber am Anfang hat man es ja noch gemacht, vor allen Dingen, weil alles so teuer war auf einmal. Ja. Von einem auf den anderen Tag, aber mittlerweile passiert mir das eigentlich nicht mehr. Aber früher hat man ja auch noch vieles so, zumindest ich habe dann, weiß nicht, habe mir gedacht, das ist irgendwie teurer und war im Endeffekt gar nicht teurer, aber bei manchen Dingen hast du es so richtig gemerkt. Wir hatten damals zum Beispiel einen Schulkiosk, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Preise, aber ich meine, der hätte von 2 Mark auf 2 Euro die Schnitzelbrötchen erhöht. Es gab so ein paar Sachen, da hast du echt gedacht, das wurde 1:1 gerade umgerechnet. Ja. Also so besonders so in der Gastronomie hatte ich den Eindruck, dass sie da die Chance genutzt haben. Vielleicht waren die Preise vorher auch nicht korrekt, aber ja. Also ich rechne immer noch teilweise um. Vor allem dann, wenn ich mir einen Kauf ausreden will. Und ich mir, oh Gott, ne, das kannst du nicht kaufen, das sind ja 400 Mark. Ne, das kannst du dir nun wirklich nicht leisten. Ja. 4.000 Ostmark, 16.000 Reichsmark. Ja. Meinst du, es gibt noch Menschen, die so denken, so Alte? Ja. Also ich mache das, also wie Connor eben gesagt hat, bei so Sachen, die extrem teuer sind oder so, wo ich mir denke, Mensch, verdammt, das ist ja in Wirklichkeit, wenn es ja so und so viel D-Mark. Ja, es kann, rutscht man auch so leicht rein. Wenn du guckst, so ein Album-Download bei iTunes sind 10 Euro, sind 20 Mark. Dafür hast du früher halt das Ganze als CD bekommen. Ja, ja, klar. Ja, das finde ich sowieso teilweise krass bei iTunes, die Preise zum Ausleihen, irgendwie 4, 5 Euro fürs Ausleihen. Boah. Naja. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Ist auf jeden Fall nicht mehr so im Kopf drin bei mir mit dem, dass man automatisch versucht, einen D-Mark umzurechnen. Naja. Und bald wissen die Leute auch schon nicht mehr, dass ist das so völlig normal. Ja. Irgendjemand brummt von euch. Ja, das ist Markus. Ich bin das? Woran liegt das denn? Das will ich aber gar nicht. Sobald du ruhig bist, macht so ein tiefes Brummen. So. Ja, das so ein Geräusch macht es bei mir, wenn ich den Klinkenstecker nicht richtig drin habe. Das ist gar nicht gut. Da muss ich entweder die ganze Zeit durchreden oder jetzt nochmal kurz rausfinden, woran das liegt. Oder halt stumm schalten, wenn du nicht redest. Ja. Ja, mache ich auch. Ne? Push to talk. Ja. Genau. Aber nicht vergessen zu drücken. Ja. Ja. Apropos drücken, gedrückt. Da wollte ich auch gerade. Gedrückt hat sich von seinem Amt ja jetzt auch Christian Wulff. Ja, im Februar. Ich habe mir ehrlich gesagt eingebildet, der wäre erst letztes Jahr angetreten, aber der hat ja ein ganzes Jahr überstanden. Ja. Ich habe mir echt eingebildet, dass wir beim letzten Jahresrückblick über den Rücktritt von Köhler und den Antritt von Wulff gesprochen hätten. Aber war nicht so. Ja. Irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, ich fand das alles komisch. Also ich fand es auch irgendwie, das war für mich so ein bisschen wie bei Gutenberg, dieses nach und nach diese Fakten zugestehen. Also zuerst alles abstreiten und dann nach und nach, wenn es gar nicht mehr anders geht, ja, okay. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn er von Anfang an rein Tisch gemacht hätte und gesagt hätte, da habe ich Mist gebaut, da habe ich irgendwas, das ist was schief gelaufen. Ich lege das jetzt aber auch alles offen und versuche das wieder gut zu machen, so ungefähr. Dann wäre das nicht das Problem gewesen, weil strafrechtlich ist ja, glaube ich, nichts gegen ihn passiert. Also er hat ja jetzt nicht gegen Gesetz verstoßen oder so. Ich glaube, die Ermittlungen wurden ja eingestellt und ja, nein, aber das war ja alles nicht so tragisch, sondern mein Problem oder was ich so blöd fand, der hat gesagt, nö, da ist nichts, dann wurde irgendwas veröffentlicht. Ja, okay, das war, dann wurde wieder was veröffentlicht. Na gut, das war halt auch noch. das war irgendwie so merkwürdig. Ja, genau.
Und ja, die war ja immer dieser Vorwurf der Vorteilsnahme und sowas, ne? Und da waren ja auch jetzt echt ein paar Sachen, die vielleicht nach dem deutschen Gesetz okay sind, aber wo sich trotzdem jeder so denkt, meine Güte, hat er in seinem Leben überhaupt mal was gekauft? Oder ja. So ungefähr so, ne? Ja. Und dann auch sich wundern, dass er in den Fahrstuhl einsteigt, um mit der Bild nach oben zu fahren. Und sich dann wundern, wenn er mit der Bild auch gerade wieder nach unten fährt. Ja. Also, huch, hätte mir das vorher jemand gesagt. Ja, das Interessante ist ja, der hat ja trotzdem noch relativ lang viel Zuspruch bekommen. Also bei Umfragen meinten ja viele, er soll gar nicht zurücktreten, zumindest am Anfang. Ja. Na, ja, also wenn der tatsächlich sich gleich vielleicht geäußert hätte und alles offen auf den Tisch gelegt hätte, hätte ich mir auch vorstellen können, dass der da im Amt bleibt. Ja. Aber so ging das natürlich gar nicht. Ich meine, im Prinzip ist er da ja nur Grüß August. Ne? Ja, natürlich. Ist da eigentlich jetzt noch was nachgekommen, dass er seinen Ehrensold da noch weiter behalten darf? Oder hat er den jetzt verloren? Nein, den darf er behalten. Ging ja dann auch darum, ob das dann überhaupt rechtens ist, dass er nur so kurz Bundespräsident war und dann trotzdem seine 500.000 bekommt er. Die kriegt er. Ja. Das ist auch Quatsch irgendwie. Das ist auch so ein bisschen so eine Neiddebatte. So, nee, das gönne ich dem nicht. Das soll der lassen. Er kriegt's halt. Ist halt so. Ja. Ich finde es halt einfach irgendwie. Ist natürlich so eine Sache, dass man genau dem das dann gerade nicht gönnt, ne? Ich meine, wenn er jetzt irgendwie so ein Sympath gewesen wäre, dann gibt man ihm vielleicht den Dienstwagen und die Angestellte und sein ganzes, diese Besoldung oder wie man das dann nennt, keine Ahnung. Aber jetzt eher. Ja. Ich meine, ich hatte bei dem ja schon so, als er gewählt wurde, so ein komisches Gefühl irgendwie. Also so nach dem Motto, wo sollen wir jetzt mit dem hin? Dann machen wir ihn halt so Bundespräsidenten. Ja. Irgendwie war für mich so Bundespräsident irgendwie so ein Amt von einer gewissen geistigen Reife, so einer, der so ein bisschen über der Tagespolitik steht, schlaue Sachen sagt und man sich manchmal wünschen würde, hätte der doch bloß was zu sagen oder zu entscheiden. Hat er halt nicht. Und das hat so mit Köhler so ein bisschen abgenommen und bei ihm hatte ich das dann gar nicht mehr. Mhm. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin so aufgewachsen mit Weizsäcker und so und da hatte ich irgendwie so einen anderen Eindruck. Das, keine Ahnung. Was mir auch noch in dem Zusammenhang so richtig auf die Nerven ging, war, dass ich hatte ja das Buch da gelesen von Bettina Wulff und das war so schrecklich, dass sie da die ganze Zeit nur am Leiden war und die ganze Zeit nur erzählt hat, wie schlimm sie doch dran sind und wie hart sie das Schicksal getroffen hat und so weiter und wie anstrengend das doch war, dann auch eine Frau vom Bundespräsidenten zu sein. Schön und gut, aber das Ganze dann in so einem Buch veröffentlichen und so eine Leidensstory rauszumachen, das hat mich irgendwie schon so ein bisschen aufgeregt. Als und das halt auch so kurz danach, ne? Ja, genau. Ich meine, der ist im Februar zurückgetreten, kurz drauf gab es dann schon das Buch. Mit der ganzen PR-Tour, die dann aber doch so ein bisschen am Sande verlaufen ist. Genau. Ich kann mich noch daran erinnern, dass das dann auch relativ schnell abgesetzt wurde, diese Tour durchs Fernsehen. Ja. Naja. Ja, und nun haben wir Gauck. Pastor, ne, ich war? Ja, evangelisch, ja. Ja. Auch mit manch komischen Ansichten, aber. Ja, aber er hat ja auch so groß angekündigt, er möchte ein unangenehmer Präsident sein und so weiter und so fort, aber man hört doch gar nichts von ihm, oder? Nee, überhaupt nicht. Also ich verfolge mittlerweile die Alltagspolitik in Deutschland auch nicht mehr so, aber nee, man bekommt nichts mit. Also man sieht ihn manchmal irgendwie durchs Bild huschen, wenn irgendwo was eingeweiht wird oder irgendwas Repräsentatives ist, hier Olympia oder sowas, kommen wir später noch zu. Aber sonst irgendwie groß. Kuckuck. Ja, aber sonst kriegt man von dem doch echt nichts mit. Ja. Aber ist vielleicht ja auch ein positives Merkmal für einen Bundespräsidenten. Ja. Ja, das hat er sich halt von Köhler abgeschaut. Ja. Ja. Ach.
Er stört halt nicht, ne? Ist ja mit so das Positivste, was man über einen Politiker sagen kann. Eigentlich schon. Ja. Genug von der Politik. Wir könnten mal über Filme reden. Mhm. Und Filme aus dem letzten Jahr natürlich. Ich habe mal so geguckt, was das erfolgreichste war. Machen wir erstmal die erfolgreichsten weltweit. Die unterscheiden sich nämlich doch an entscheidender Stelle von den erfolgreichsten in Deutschland. Ich weiß nicht, wollen wir mal über die Top 10 reden? Du kannst ja mal vorlesen und dann können wir uns herauspicken. Ja. Okay. Also weltweit von jetzt rein von den Einspielergebnissen im erfolgreichsten Merida, Legende der Highlands. Da haben wir vielleicht sogar drüber gesprochen. Glaube ich, in irgendeiner Folge. Ja, fängst du jetzt bei Platz 10 an? Ja, das ist Platz, ja, okay, 10. Gut. Ich meinte schon. Ja, ich habe ihn gesehen, war okay, aber war nett. Nett. Platz 9, Man in Black 3. Hat mich ja so gar nicht interessiert. Mich auch nicht. Angeblich ist er ja auch ziemlich überflüssig. Ja, also, ich habe den auch noch nicht gesehen. Ich habe hab nichts Gutes drüber gehört, deswegen habe ich es mir auch nicht angetan. Eins fand ich noch gut, zwei fand ich schon nicht mehr gut. Deswegen habe ich mir drei erst gar nicht angetan. 8, die Tribute von Panem, The Hunger Games. Da gehen wir gleich noch drauf ein. 7, Breaking Dawn, bis zum Ende der Nacht. Teil 2. Der steigt ja wahrscheinlich noch, der ist ja bestimmt noch in den Kinos. Ich auch nicht, leider nicht. Ich habe Teil 1 verpasst, sonst hätte ich ihn mir angeschaut. Dabei bist du doch so ein Fan. Aber die Glitzernadel ist noch nicht so schön, ne? Nee. Oh nee, ich habe den Trailer gesehen und ich muss da so lachen, wenn ich den Robert Pattinson sehe, so total blass und er sieht irgendwie so komisch aus. Das ist so, ja. Nee, das geht gar nicht. Also ich kann das, ich muss den Trailer sehen und muss lachen, wenn ich den sehe. Das, und wenn du über einen Vampir lachst, das kann kein guter Vampirfilm sein. Platz 6, Madagaskar 3, Flucht durch Europa. Auch oh, nicht gesehen. Habt ihr den gesehen? Nee. Obwohl ich Gutes drüber gehört habe, aber Animationsfilme sind nicht immer so meins. Ich habe nur den ersten. Ich wusste nicht mal, dass es einen dritten gibt. Naja. Platz 5, The Amazing Spider-Man. Das Reboot von Spider-Man. Da haben wir drüber gesprochen. Mhm. Ich habe den inzwischen auch gesehen und fand ihn deutlich schlechter als die alten Filme. Also ich kenne zwar von den alten auch nur den ersten, aber ich fand den neuen jetzt echt nicht so gut. Ich liebe Emma Stone und ich finde es auch gut da drin, so zum Teil. Ich finde Spider-Man, ich fand Tobey Maguire als Spider-Man wesentlich besser. Und ja. Auch wie er die Rolle ausgelegt hat im Vergleich jetzt zu Andrew Garfield. Platz 4. Skyfall. Haben wir auch drüber schon geredet, ne? Ich habe genau. Leider auch immer noch nicht gesehen. Ja, können wir aber machen, ist okay. Ah. Platz 3, der nächste Animationsfilm, Ice Age 4. Voll verschoben. Ich kenne nur Ice Age 1. Ich habe doch noch 2 gesehen. Ich auch 2 noch. Aber Ice Age kommt hier, glaube ich, so bei allen Generationen an. Ich weiß nämlich noch, als letztes Mal meine Tante hier zu Besuch war, und da war meine Mutter auch da, und dann ich wohne ja im selben Haus wie meine Großmutter, und die wohnt in der Wohnung über mir, und da bin ich hochgegangen, und da hat meine Oma, meine Tante, meine Mutter und mein Cousin, und ich glaube mein Onkel, auf der Couch gesessen, und die haben alle zusammen Ice Age geguckt. Ich weiß nicht, was für einen, aber der kam da gerade im Fernsehen. Und die waren alle begeistert. Und haben gesagt, hier, musst du gucken. Lustig.
Ja, ist ja auch ganz. Ich finde übrigens, ich bin ja nicht mehr so ein großer Fan vom alten Otto. Ich finde den irgendwie nicht mehr lustig, aber ich finde in der Sprecherrolle vom Sid heißt der, glaube ich, ne? Finde ich den grandios eigentlich. Ja. Findest du Otto nur jetzt nicht mehr lustig oder findest du die alten Otto-Sachen jetzt auch nicht mehr lustig? Nee, jetzt auch nicht mehr so lustig. Nach vielleicht am Alter auch, ne? Verbraucht ja. Sich, ne? Als Kind mochte ich den auch irgendwie recht gern. Ja. Hab mir auch irgendwie mehrere CDs da irgendwie mal besorgt als Kind. Aber inzwischen kann ich mir das auch nicht mehr antun. Ja. Platz 2, The Dark Knight Rises. Mhm. Der Abschluss von den Nolan Batmans. Der war ja, was hat man nochmal gesagt? Ganz okay. Der war ganz okay. Ja. Da gab es ja dann auch diese Schießerei, ne? Wie hieß der nochmal, der Typ? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Der ist doch da auch in Aurora, oder wie hieß das da? Ja, ja. Ist er doch auch eine Runde schießen gegangen im Kino. Übel. Ich wusste gar nicht, dass der Name da bekannt war. Der mit den roten Haaren, der sich verkleidet hat. Mhm. Genau. Ja. Ja. Da, stimmt, das war auch dieses Jahr, ja. Naja, da haben sie jetzt gerade die nächste wieder gehabt. Ja. In Newton. Kommen wir nachher drauf zu sprechen, oder? Gar nicht. Ich hab's nicht aufgeschrieben. Das okay. Ist irgendwie schon so normal geworden. War es normal? Finde ich nicht. Na, guck doch mal. Vor ein paar Monaten in Aurora, jetzt halt da, zwischendrin noch irgendwo anders. Die haben nämlich auch die Amokläufe dann so aufgelistet, was alles so in letzter Zeit war. Das ist mir auch aufgefallen. Da waren 1, 2 dabei, die habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Das ist schon so hoch. Ja. Noch einer. Ja, ich weiß. Ist natürlich jetzt sehr überspitzt und sehr böse gesagt, aber. Also ich finde, da hast du nochmal ein anderes Level, dadurch, dass er halt die ganzen Erstklässler da erschossen hat, ne? Waren ja ausschließlich Erstklässler angeblich oder so, hatte ich mal in so einem Zeitungsbericht gelesen. Das fand ich schon irgendwie krass, also neben den Erwachsenen. Und krass irgendwie. Und dann hier habt ihr zufällig so die Argumentation von einigen Politikern und von irgendwelchen Leuten davon eine Waffe. Wenn jetzt ein Lehrer eine Waffe dabei gehabt hätte, dann wäre das ja nicht so weit gekommen. Genau, und da die Lösung kann nur sein, Mehr Waffen. Wenn jeder seine Waffe dabei hätte, dann hätte er den erschießen können. Also ich weiß nicht, ob das kam. Ich habe ein paar Tage vorher so ein Ding gesehen aus der Daily Show, wo es um ein anderes Schießen ging. Und da kam echt ohne Scheiß diese Argumentation. Ich meine, Fox News ist zwar ein Drecksender, aber trotzdem. Du hast echt so Leute, die sich so da hinstellen. Ja. Und die sind ja nicht alleine. Es gibt ja wirklich viele Leute. Diese Waffenindustrie hat so einen riesen Lobby und deswegen hat sich auch kein Präsident wirklich getraut, sich da hinzustellen und zu sagen, ich will da was dagegen tun. Selbst als Obama das gemacht hatte, hat er unglaublich zurückgerudert, bis zur Wahl kam. Mal abgesehen davon, dass sogar nachdem er dann an der Macht war, die Waffenverkäufe noch gestiegen sind und so. Ja, total krank. Aber gerade im Chat kommt auch irgendwie ein cooler Kommentar. Hätte die Mutter des Amokläufers eine Waffe gehabt, hätte sie ihn erschießen können. Ja. Die hat ja eine gehabt. Ja, genau, das waren ja die Waffen. Die ist ja mit denen schießen gegangen. Ja. Aber das verstehe ich einfach nicht. Weißt du, wie man so gedanklich so drauf sein kann, dass man das dann echt glaubt. Der Punkt ist halt, glaube ich zumindest, die geben noch viel auf ihre alte Tradition. Jeder hat sein eigenes Land. Du bist relativ unabhängig von der Regierung. Die Regierung hat sich nicht einzumischen. Du verteidigst dein Land. Mhm. Wenn da jetzt irgendeine Rothaut kommt oder sonstige Urvölker, denen du das Land mal weggenommen hast, ziehst halt deinen Cowboy-Stiefel an und holst das Gewehr raus. Ja, also in dieser verqueren Welt, so aus dem Wilden Westen, sind die, glaube ich, jetzt noch teilweise verhaftet. Ja, aber ich finde es irgendwie schon echt heftig. Da muss man doch irgendwie dann auch irgendwann mal einsehen, dass es irgendwie einen Zusammenhang zwischen Waffen ist, und Waffentode gibt. Also Waffenbesitz und Anzahl der Waffenmenschen, dass da eine Korrelation besteht halt. Ja.
Nee, eben nicht. Nicht. Ja, ohne Scheiß, das sehen die nicht ein. Die leben halt immer noch in dieser verqueren Welt und wissen halt einfach nicht, es ist kein Wilder Westen mehr. Es greifen keine Indianer mehr an. Und ich muss mein Land nicht verteidigen. Das hieße ja aber auch gleichzeitig, wenn du die Waffen dann abgibst, beziehungsweise keine mehr hast, du müsstest deine Verteidigung dem Staat überlassen. Mhm. Und der Staat hat sich ja gefälligst nicht in dein Land, in deine Dinge einzumischen. Das ist ein freies Land. Das Land der Freiheit. Ja, stimmt. Also so funktioniert, vermute ich mal, so habe ich mir das zumindest erklärt. Hm. Aber zumindest dann, wenn so solche Sachen immer wieder passieren, müsste man dann doch schon mal hellhörig werden, selbst wenn man diesen Freiheitsgedanken hat. Aber dass man dann echt, also dass man dann so da drauf kommt und sagt, du weißt du was hier, dieses Massaker, wir brauchen jetzt mehr Waffen. Ja. Boah, das ist so schwer nachzuvollziehen. Naja. Aber du hast schon recht, so ungefähr verstehe ich, glaube ich, was du meinst, wie die denken. Ja. Und das halt aus den Köpfen rauszukriegen, ich meine, wir haben eine ganz andere Tradition, denke ich mal. So wie wir erzogen sind und wie unsere Gesellschaft auch drauf ist, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, da haben wir genug von Waffen gehabt. Ja? Also ich meine, da kam das erst gar nicht so großartig als Idee auf, dass wir das hier bräuchten. Und ich denke mal, das ist unheimlich schwer, das da in die Gesellschaft zu bekommen. Ja, denke ich auch. Im Moment sieht es ja so ein bisschen danach aus, dass die Waffenlobby sich ein bisschen drauf einlässt und dass sogar ein paar Republikaner mittlerweile dazu übergegangen sind, sich abzuwenden. Ja, zumindest von automatischen Handfeuerwaffen, ne? Das war jetzt irgendwie so das, was ich rausgelesen hatte, dass die wohl dann verbieten wollen. Ja. Das sind zwar kleine Schritte, aber ist immerhin immer noch besser als nichts. Aber ja. Ich meine, es gibt, ich habe es letztens, glaube ich, gehört, es gibt mehr Waffen als Einwohner in den USA. Krass. Also im Prinzip gibt es für jeden mindestens eine Waffe. Ja, ich meine, wahrscheinlich haben da welche auch irgendwie 10, 20 im Schrank stehen, ne? Ja, das kommt dazu. Ja. Dann haben sie noch irgend so Milizen und sonst sowas und wie man das in so Serien manchmal sieht, die sich da in hier hinterm Zaun zusammenschließen und alle hochgewaffnet sind. Aber naja. Wie sind wir da drauf gekommen? Ach genau, Batman. Ja. Platz 1 sind wir noch schuldig. Marvels, The Avengers. Ja. Übrigens, bei uns nicht mehr unter in den Top 10. Also in Deutschland. Okay. Kommt Deutschland von den Besucherzahlen nur auf Platz 11. Was ich irgendwie auch lustig finde bei dieser Seite, die du da hast, wo man diese Sachen abzählen kann, dass dort unterschieden wird zwischen USA, international und weltweit. Kein Sinn für mich, aber egal. Nee, USA und der Rest der Welt. Ja, international ist der Rest der Welt. Ach so, okay. Und weltweit ist international und USA zusammen. Okay. Ich war auch erst irritiert. Nur kurz schnell die Deutschen, 10 Men in Black 3, 9 Türkisch für Anfänger, 8 American Pie, das Klassentreffen. Ich habe nie was aus der Reihe gesehen, deswegen. Ja, doch das erste. Aber ist auch schon ein Unterschied, ne, zu weltweit. Dann 7 nur The Dark Knight Rises, 6 Ted. Ja. Der hat's ja weltweit auch nicht. Der war weltweit nur auf der 11. 5 ist Breaking Dawn, bis zum Ende der Nacht. Aber der läuft ja auch noch, der kann ja noch Zuschauer bekommen. Platz 4 Madagaskar. Platz 3 Ice Age. Platz 2 Skyfall. Wir sind halt doch ein Bondland. Und Platz 1 ziemlich beste Freunde. Der ja in den USA, glaube ich, jetzt erst anläuft oder so. Oder demnächst erst anläuft. Freunde heißt der? Ziemlich beste Freunde. Ach, ziemlich beste Freunde, ja. Ja, den fand ich auch ganz gut.
Irgendwie ist das echt ein bisschen peinlich. Also dieses Jahr, ich habe von der Top-10-Liste, die du international vorgelesen hast, nur Tribute von Panem gesehen, sonst keinen anderen Film. Schon ziemlich schlecht. Naja. Ich habe die Hälfte ungefähr gesehen. Ja. Aber ich finde dieses Jahr echt schwach. Ich mache wieder bei so einem Gewinnspiel mit vom Kinocast im Moment. Oder kein Gewinnspiel, sondern eigentlich nur ein Rätsel. Weil es gibt nichts zu gewinnen, aber es macht halt Spaß. Und dadurch habe ich mich halt mit dem Film hier auch nochmal beschäftigt. Mhm. Das ist mir so aufgefallen, so der Überfilm war irgendwie nicht dabei. Die ganzen Filme, die dieses Jahr so gelaufen sind, ich fand, da war nicht so der Hammer dabei. Na, ja, stimmt schon. Ja, meistens sind ja auch irgendwelche, sag ich mal, Filme, die vielleicht dann nicht in die Top schaffen, die trotzdem ziemlich geil waren, ne? Aber mir fällt jetzt so spontan auch irgendwie nicht so ein Highlight ein. Also, was ich gerne noch sehen würde, ist Cloud Atlas. Kenn ich nicht. Der Film von Tom Tykwer, der Lola Rent gemacht hat und so weiter, der hat den Film zusammen gemacht mit den Wachowski-Geschwistern. Das sind die, die Matrix gemacht haben. Also. Und das, keine Ahnung, vom Trailer her ist der total abgefahren. Da spielt zum Beispiel Tom Hanks mit und Halle Berry und was weiß ich wer noch. Und die spielen immer sich selbst in unterschiedlichen Rollen in 5, 6 verschiedenen Zeiten. Keine Ahnung. Also der muss sehr abgedreht sein. Aber den würde ich gern sehen. Mal gucken, ob ich da noch zukomme. Mhm. Ja. Was war denn für euch Film des Jahres oder was hat euch dieses Jahr am meisten gefallen? Ja, ich soll ich anfangen? Willst du anfangen? Ja, mach du mal, Connor. Mach du mal. Achso, also von Filmen, die in diesem Jahr so rauskamen oder ins Kino kamen, also ich habe von der Liste übrigens nur Spider-Man und American Pie gesehen. Aber so sonst im Kino habe ich noch Zip Tide gesehen. Das ist eigentlich ein spanischer Film. Ein Hauswart in so einem Meets Apartment Block da. Der ist nicht wirklich fähig, irgendwie Freude zu empfinden. Und dann ist da so ein Auto, die ist immer super gelaunt und kommt dann da morgens raus und er setzt sich zum Ziel, ihr das Leben so zur Hölle zu machen, dass sie nicht mehr so fröhlich ist, weil er das nicht ertragen kann. Der Film war ziemlich cool. Er bricht noch immer in ihre Wohnung ein und manipuliert da Gegenstände, dass sie dann irgendwie Ausschlag bekommt oder da irgendwelches Ungeziefer. Also der Film war wirklich gut. Der hat mir auch gefallen, würde ich auch so als Film des Jahres dann für mich bezeichnen. Mhm. Ansonsten natürlich, ich grüße das Murmeltier wie immer. Ich natürlich. Ja. Bei mir ist es dann der Tatsache geschuldet eigentlich, dass ich so wenig Filme gesehen habe, ziemlich beste Freunde, glaube ich. Ich fand den ganz gut, war jetzt nicht so, wo ich sagen würde, den muss unbedingt jeder gesehen haben oder so, aber haben sie schon ganz nett gemacht. Ja, kann man sich mal ansehen. Ja, der war nett, fand ihn jetzt auch nicht so überragend, muss ich sagen. Ich hatte mir eigentlich mehr von dem versprochen. Ja, ich habe halt irgendwie unheimlich viele Serien gesehen und irgendwie gar nicht, also Filme echt ganz wenig. Und wenn, waren die jetzt auch nicht von 2012. Ich habe wohl ein paar gesehen, die ich ganz gut fand vielleicht, aber die waren dann auch schon aus anderen Jahren. Ich habe 3 Filme. The Avengers, weil ich fand... das war schön. Ich mag Superheldenfilme und Joss Whedon hat das toll gemacht. Und der hat mir gefallen. Und ich mag auch diese ganze Umsetzung von dieser Reihe mit den ganzen Leuten. Die Iron Man-Filme und der Thor-Film und so. Dann Tribute von Panem. Hat mir so gut gefallen, dass ich mir dann im Anschluss die beiden Hörbücher noch geholt habe. Um zu wissen, wie es weitergeht. Ich fand die Story schön und die Welt schön und ja, die Welt war eigentlich nicht schön, aber ich fand es schön erzählt. Und wir hatten
Ja, diese leichte Science Fiction. Also Science Fiction, aber nicht so, dass es total unglaubwürdig ist. Ne? Also keine fremden Planeten oder sonst sowas. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und Jennifer Lawrence fand ich gut. Heißt sie so? Die Hauptdarstellerin? Ich glaube ja. Keine Ahnung. Nicht. Wenn sie so heißt, dann fand ich sie gut als Hauptdarstellerin. Die hat das relativ gut rübergebracht, was ich dann später in dem Buch nachgelesen habe. Und der dritte Film ist Underworld 4. Keine Ahnung, wie der gerade heißt. Ich glaube Awakening oder so. Eigentlich ist er nicht so gut, aber ich mag die Reihe sehr. Das sind wenigstens noch Vampire, die töten und nicht glitzern und nur in hautengen Latexanzügen rumlaufen. Und ich habe die ersten beiden Filme gemocht. Der dritte Teil war eigentlich ein Prequel, war grottenschlecht, auch mit anderen Darstellern. Und braucht niemand. Aber der vierte hat jetzt wieder an den zweiten Film angeschlossen und das hat mich gefreut. Und vielleicht gibt es ja noch einen fünften. Zumindest gibt es die Aussicht dafür. Dann habe ich jetzt noch den Hobbit gesehen, aber der Hobbit hat mich nicht so umgehauen. Ich glaube auch, da muss ich erst alle drei Teile gesehen haben, um den insgesamt zu beurteilen. Mhm. Deswegen habe ich den jetzt mal nicht mit reingenommen. Der hat doch diese neue Technik da, dieses mehr Frames per Second. Mehr Frames per Second, ja. Und ist das dir irgendwie negativ aufgefallen? Nee, eigentlich eher positiv. Ich fand, das macht das Ganze heller. Sonst hast du ja, wenn du 3D hast, wird es ja so ein bisschen dunkler. Und das ist da schon besser. Also ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich fand es schon gut. Aber jetzt von der Geschichte her fand ich es einmal schön, wieder in Mittelerde zu sein. Aber der Film allein hat mich jetzt noch nicht so umgehauen. Der Hauptdarsteller vom kleinen Hobbit, der ist natürlich super. Den kennt man ja aus Sherlock. Mhm. Und den finde ich da toll und der macht das da auch gut. Da kann man nicht meckern. Ich kenne die Buchvorlage auch nicht, deswegen kann ich mich nicht auch drüber aufregen, was sie da gemacht haben. Aber ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, er hat mich nicht so total umgehauen. Aber ich denke mal, ich habe damals auch den Herr der Ringe erst gesehen, nachdem der letzte Teil im Kino war. Vielleicht muss ich das hier auch machen. Warten, bis ich alle drei Teile gesehen habe und dann kann ich die besser bewerten. Deswegen habe ich noch nicht mit reingenommen. Dann gehen wir doch mal weiter, würde ich sagen, zum Sport. Oh Gott. Denn in diesem Jahr waren zwei große sportliche Ereignisse und das erste waren die Olympischen Sommerspiele in London. Nein, das erste war die Europameisterschaft. Aber das erste, das wir jetzt, aber das erste, das wir jetzt besprechen, waren die Olympischen Spiele. Okay. Ja. Weil derjenige das falsch da eingetragen hat, der das eingetragen hat, der ich war. Ach ja. So. Ich möchte jetzt über die Olympischen Spiele reden. Wir waren ja nämlich eh schon bei Bond vorhin. Ne? Ja. Und bei der Eröffnungsfeier ist ja auch Daniel Craig mit der Queen eingeflogen quasi. Also die fand ich ja wirklich grandios, diese Eröffnungsveranstaltung. Ich habe die irgendwie aufgenommen gesehen, bei dem Einlauf habe ich dann vorgespult, aber die haben das schon echt super umgesetzt und dass die Queen da auch so mitgezogen hat und aus dem Helikopter gesprungen ist, ne Scherz, aber dass sie da sich gestellt hat, um da so einen Gag zu machen, fand ich auch toll und ich fand die Musik dabei auch ziemlich gut, da kann ich vielleicht später noch was zu sagen. Ist auch, als ich gesehen habe, erstmal war ich überrascht, dass dieses Jahr Olympische Spiele waren. Als ich, wie gesagt, diese Wikipedia-Seite durchgegangen ist, so dachte, ah ja, stimmt, Olympia. Dann habe ich so gedacht, was war denn so ein Highlight? Über was könnte ich reden? Mir ist nichts eingefallen. Mir ist die Eröffnungsfeier in Erinnerung geblieben, weil die einfach nett war. Ich meine, Peking konnte man nicht toppen. Peking war halt so bombast und überkandidelt und die haben das sehr gut gemacht, so mit ein bisschen Humor drin. Zum Beispiel hier auch Mr. Bean war ja auch klasse. Mhm. Und da hat die Eröffnungsfeier diesmal in Erinnerung geblieben, die fand ich schön. Dann habe ich so
nachgedacht, was waren so Olympiasieger oder sonst sowas, was ich mir angeguckt habe. Und ich habe schon ein bisschen Olympia nebenher geguckt. Das Einzige war das Rennen vom Deutschlandachter, was ich noch in Erinnerung hatte. Was wirklich toll hat und toll war und Spaß gemacht hat. Ansonsten, ich konnte mich an nichts mehr erinnern. Ist euch noch irgendwas in Erinnerung geblieben? Was ich noch irgendwie so im Kopf habe, ich weiß jetzt, da müsste, glaube ich, auch im Rahmen der Veranstaltung gewesen sein, dass so eine Chinesin, dass sie beim Schwimmen irgendwie so schnell war, dass sie quasi noch einen der Männer überholt hätte, hätte sie gegen den geschwommen und dass das wohl alle gesagt haben, meine Güte, was geht da, was ist das, Doping oder was? Ja. Ja, die war irgendwie sogar noch 16 oder so, oder 17. Ja, ganz jung und super schnell, mit mega Vorsprung. Und dann kam doch noch eine Jüngere aus Lettland oder Estland oder Litauen oder so. Ja, davon weiß ich auf nichts. Auf einer anderen Strecke. Die war noch jünger, glaube ich, und hat auch alle möglichen Rekorde gebrochen. Krass, ne? Stimmt, ja. Was so mit denen gemacht wurde. Naja, aber andererseits, als Franzi von Almsick aufkam, die war auch sehr jung. Ja, klar. Und hat alles Mögliche gewonnen. Aber man wundert sich dann schon, dass jahrelang geschwommen wird und dann kommt so eine und zieht da so durch. Schon ungewöhnlich, ne? Ja, klar. Ja, unsere deutschen Schwimmer und Schwimmerinnen haben ja ziemlich versagt. Weiß also die waren nicht. Ja relativ schlecht. Was ich mir noch irgendwie angeguckt habe, eine Medaille. Ja. Über die Langstrecke. Was ich mir sonst noch angeguckt habe, war Fechten, Judo, so ein bisschen Leichtathletik natürlich. Also ich habe da immer nur ein bisschen so reingeguckt und das eigentlich ganz, ganz gern verfolgt. Ich finde das immer nett, wenn das so nebenher läuft. Ja, aber es ist dieses Jahr auch sehr nebenher gelaufen für mich. Also, weißt du, angeguckt, aber auch direkt wieder vergessen. Das ist mir halt jetzt so aufgefallen, dass ich so drüber nachgedacht habe, was da war. Nichts hängen geblieben. Ja. Nein, nicht wirklich. Wo sind eigentlich die nächsten Olympischen Spiele? Russland? Oder war Russland die Winterspiele? Da fragst du jetzt was. Da müsste mal jemand schnell googeln. Das ist jetzt ja ganz peinlich. Mir liegt's auf der Zunge. 2016 Rio, natürlich. Ah, ja. Stimmt, da ist Fußball-Weltmeisterschaft und Olympischen Spiele. Beides in Brasilien. Okay. Also nicht beides 2016, aber beides in Brasilien. Die WM ist ja 2 Jahre vorher. Ja. Denn die Olympischen Spiele, Sommerspiele fallen immer zusammen mit der Europameisterschaft, die ja in diesem Jahr auch war. Und zwar in Polen und der Ukraine. Und ich habe vorhin überlegt, wer ist denn eigentlich Europameister geworden? Natürlich war mir direkt klar, das waren wieder die Spanier. Natürlich. Aber ich musste danach denken, gegen wen haben die überhaupt gewonnen? Also das ist mir wiederum eingefallen, weil ich diesen Italiener, wo mir der Name allerdings jetzt auch nicht einfällt. Balotelli bestimmt. Ja, der ist ja als Internet-Meme irgendwie verwurstet worden. Und der hat ja gegen Deutschland, also die haben Italien gegen Deutschland gewonnen, deswegen wusste ich wohl, dass die im Finale waren. Aber sonst weiß ich auch nicht großartig viel von der WM. Ja. Hat mich auch selbst überrascht, dass ich, mir da nichts merken konnte. Aber war irgendwie auch keine so schöne EM, fand ich. Nee. Irgendwie fehlte mir da was. Ich weiß auch nicht genau was. So ein bisschen die Überraschung vielleicht. Ja, weil Spanien halt so abgeklärt gewonnen hat und es gab nicht so die große Überraschung. Die Außenseiter haben auch so gespielt wie Außenseiter. Lustig war nur Holland. Was haben die gemacht? Die sind doch sang- und klanglos in der Vorrunde ausgeschieden. Mit Deutschland und Dänemark. Stimmt. Ja. 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 Und die nächste machen sie jetzt in ganz vielen Ländern, ne? Oder die übernächste? Ne, 2020, ja. Och, da ist ja noch Zeit. Das klären wir dann 2020 im Jahresrückblick. Genau. Ja. In Folge 712. Boah, wenn man so weit mal schnell kommen. Ausgerechnet. Ja.
Ja. Sonst sportliche Großereignisse. Obwohl, was man noch sagen könnte, Tour de France ist für mich so ein bisschen gestorben. Weil da wurde jetzt kürzlich festgestellt, dass da scheinbar manche dopen. Was? Nein. Ja, das hat mich ja so geschockt. Heftig. Also ich bin jetzt auch ein bisschen geschockt. Das hast du doch gerade dir ausgedacht. Nee. Die haben... das ist für mich, ich habe Tour de France wirklich geguckt zu der Zeit, als Lance Armstrong und Jan Ullrich sich die Duelle geliefert haben. Und da habe ich wirklich geguckt und im Urlaub geguckt und war selbst in Frankreich, also nicht zur Tour, aber zum Urlaub und dann überall Tour de France gelaufen. Und das hat mich so meine Jugend und Kindheit und so weiter begleitet. Und da habe ich schon den Sport ein bisschen lieb gewonnen. Und jetzt wurde ja Lance Armstrong so, ja, nicht hundertprozentig überführt, aber all seine Siege aberkannt. Und das war dann schon ein bisschen frustrierend. Die haben mich damals beschissen. Wobei, ich meine, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, gab es dann nachher auch noch von Lance Armstrong irgendwie so ein Twitter-Foto, wo er bei sich zu Hause irgendwo auf der Couch lag und da die ganzen Trikots noch eingerahmt hatte und ganz chillig irgendwo da saß, als würde ihn da den Dreck kehren. Ja, ja. Der sitzt halt noch auf seinem hohen Ross und hat nicht gemerkt, dass man das unter ihm weggezogen hat. Ja. Würde mich mal wissen, ob er auch einen finanziellen Schaden davon jetzt im Nachhinein noch hat. Es sind ziemlich viele Sponsoren abgesprungen. Ja. Also wirklich so fast alle. Mhm. Und ich glaube, der Tourveranstalter, irgendjemand klagt auch gegen ihn. Ja, okay. Für die ausgezahlten Gewinne. Ja, ja. Also das ist schon ein enormer Einfluss. Und mittlerweile auch mit der Geschichte wird es halt auch schwer, die Sponsoren wahrscheinlich irgendwie zu ersetzen. Ja. Was ja auch ein bisschen ärgerlich ist, weil er damit ja auch so seine Livestrong in den Dreck zieht. Ne? Ja. Mhm. Weil das ja auch mit seinem Namen verbunden ist. Und für die, die es nicht wissen, Lance Armstrong hatte Krebs. Ich glaube Hodenkrebs oder so. Kurz nachdem er seine Profikarriere begonnen hat. Mhm. Also er war vorher war der Sprinter, dann war er krank, hat den Krebs überstanden, kam zurück, war auf einmal ein Rundfahrtspezialist und hat die Tour de France in Serie gewonnen. Wie man ja jetzt scheinbar vermutet, hat er danach geholfen. Aber er hat halt aus dieser Geschichte, dass er den Krebs überwunden hat, so seine eigene Stiftung gegründet und in Zusammenarbeit, ich glaube, mit Nike so gelbe Armbänder gemacht. Der hat es so ein bisschen in Mode gebracht, dass man diese Armbänder, dass es mittlerweile von allen möglichen Kram so Gummiarmbänder und sowas gibt. Hm. Da war er eigentlich mit der Auslöser. Und das ist ja eigentlich eine gute Sache, also was er da mit der Stiftung macht und die leidet da jetzt halt auch drunter. Ja. Ja. Genug davon. Tour de France hat übrigens Bradley Wiggins gewonnen. Und sie war langweilig in diesem Jahr. Was vielleicht auch noch als Sportereignis ist, etwas später im Jahr vielleicht erwähnenswert ist, dass hier Deutschland-Schweden-Spiel, dass sie da so nachgezogen haben, die Schweden. Dieses 4-4. Stimmt, das war unterhaltsam, ja. Ja. Extrem und ach, hab ich mich amüsiert. Ja, gehabt, das war wirklich lustig. Ja. Vor allen Dingen, du denkst dir so, okay, Deutschland führt 4-0, das ist gelaufen. Es hat halt nur niemand den Schweden gesagt. Ja, genau. Und wenn wir gerade bei Schweden sind. Das Verrückzieher-Tor von Ibrahimovic außerhalb des Strafraums. Boah, so gut. Das habe ja klasse. Sogar ich mitbekommen, als absoluter Fußballhasser fast schon. Das müssen wir natürlich auch erwähnen. Ja. Selbst wenn die FIFA es nicht als Tor des Jahres werten kann, wir können es als Brüllaffentor des Jahres werten. Und das ist viel mehr wert. Natürlich. Ja. Wir werden das Herr Ibrahimovic mitteilen. Er wird sich sicher freuen. Vielleicht kommt er als Gast mal her. Dir ist Zlatan. Jovan de Brüllaffen-Coach Goal of the Year Award. Please come to us. Do you have Skype? Ja.
Tack. Ja. Ja. Ja, Sport. Sport ist aus. Das war's. Dieses Jahr. Ach so, hier. Das können wir ja auch noch erwähnen. Die Bayern haben ihr Finale doch Horn verloren. Oh. Was mich ja auch so ein bisschen amüsiert hat. Also ich bin nicht so der Bayern-Hasser, die sind mir eigentlich egal, die gehen mir ein bisschen auf die Nerven, aber das war's. Aber wie die schon vorher so getan hätten, als würden sie das gewinnen, weil sie im Finale stehen von der Champions League. Und dann ist es natürlich auch noch daheim in München. Und die haben vorher schon so getan, als hätten sie es gewonnen. Und ich bin mir auch sicher, dass sie schon Kisten voll mit Champions League-Sieger-T-Shirts da rumstehen hatten. Und dann konnten sie alles einmotten. Oh. Ja. Ja, heute fand ich es ja auch gewagt, ein kleiner Abschweifer. Ich habe Radio eingeschaltet und da war gerade, ich weiß nicht, was das war, 1 Live oder irgendwas, da ging es ja immer so eine Aktion Lichtblicke für Leute, die unverschuldet in Not geraten sind oder so. Und da rief irgendwie so ein Schalker Fußballverein an und hat irgendwie, was weiß ich, 100 Euro gespendet oder so. Und dafür haben sie dann sich ihr Blau und Weiß, weiß nicht, wie das heißt, ne, gewünscht. Und dann wurde das dann tatsächlich gespielt. Ich glaube, der ein oder andere, der dann einfach mal so reinschaltet und so in seinem Stammsender dann auf einmal Blau und Weiß hört. Und ist das dieses Mohammed war ein Prophet, der vom Fußballspiel nichts versteht? Nein, glaub nicht. Oder? Ja, diese Schalter, also Blau und Weiß, wir lieben dich oder so ähnlich. Wie lieb ich dich? Ja, genau. Doch, da kommt das mit Mohammed, glaube ich, drin jetzt vor. Jetzt ernsthaft? Das wusste ich gar nicht. Mohammed war ein Prophet, der vom Fußballspielen nichts versteht. Alter. Aber irgendwie musste das nicht mal geändert werden oder so? Ich meine, da gab es auch so einen kleinen Aufreger. Auf jeden Fall findet Mohammed auch Blau und Weiß, glaube ich, am besten. Irgendwie so, dass das noch keine Morde gegeben hat und so. Ja. Ja. Aber stimmt, irgendwie gab es da Ärger vor ein paar Jahren mal. Ich weiß aber nicht mehr, wie der Text genau ging. Ja, ist auch egal. Ja. Gehen wir mal weiter. Ja. Bücher. Bücher. Was habt ihr gelesen? Habt ihr Bücher aus diesem Jahr gelesen überhaupt? Oder? Wollen wir mit dem allgemeinen Überblick sonst erstmal anfangen? Ja. Gibt es irgendwas? Also ich habe eigentlich in diesem Jahr von Büchern nicht viel mitbekommen, außer überall, dass ich was von Shades of Grey gehört habe. Aber ich habe es nicht gelesen und auch irgendwie sonst nichts damit zu tun gehabt. Ja. Na, ich hatte jetzt auch hier so eine Seite für unsere internen Notizen rausgesucht, aber ich merke gerade, das sind ja nur die Verkaufsbestseller und da sind ja schon viele dabei, die schon aus vergangenen Jahren sind. Zum Beispiel Dürrenmatt, die Physiker, ist glaube ich nicht aus 2012. Und ja, ich weiß gar nicht. Oh ja, die Physiker ist toll. Ja. Ich habe auch keine Ahnung, was dieses Jahr so rausgekommen ist. Ich habe meinem Vater erst wieder da geschenkt. Ja, habe ich. Zeit darüber gut geschrieben hat, aber ich habe noch nicht gefragt, wie er es gefunden hat. Ich habe es als Hörbuch gehört. Ist okay. Hat ja ein bisschen Angst, aber ich glaube, ihr habt mir sogar gesagt, dass Christoph Maria Herbst heißt, ne? Ja. Dass der ein ganz guter Sprecher ist und war echt okay. Oh. Ja, klar, dieses Jahr ziemlich abgeräumt oder ziemlich weit oben waren auch die Tribute von Panem Bücher. Oh ja, die habe ich auch gelesen. Die habe ich ja auch gehört. alle drei natürlich, weil der Kinofilm auch so erfolgreich war. Ich weiß nur, dass um die Zeit rum auch ständig bei Amazon die Bücher vorne waren. Alle drei. Aber die sind ja auch schon in den letzten Jahren, glaube ich, erschienen. Ja, Game of Thrones ja genauso ist ja auch immer gut gelaufen. Ja, Game of Thrones ist ja aber auch letztes Jahr ein neuer Band erschienen. Dieses Jahr ein neuer Band erschienen. Ja, ich denke, nächstes Jahr soll einer erscheinen. Dieses Jahr ist Band 16 erschienen, glaube ich. Ach so. Oder was weiß ich wie. Auf jeden Fall ist ein neuer Band erschienen. Ja. Ich kann vielleicht noch etwas sagen, wo ich das Buch nicht gelesen habe, aber in einer Theatervorführung war, nämlich vom Wolfgang Herrendorf gehört. Das Buch, das ist ganz interessant. Das sind so zwei Jugendliche, die sich auf einen ganz interessanten Weg machen und das Theaterstück war echt super. Ich weiß nicht, wie das Buch ist, aber ich meine, das wurde auch richtig hoch gelobt.
Ja, Chick heißt das. Hm. Nie gehört. Ich habe vorhin mal kurz vor der Sendung geguckt, was für Bücher ich dieses Jahr gelesen und gehört habe und die aus diesem Jahr sind. Bin auf 3 Bücher gekommen. Die fand ich auch ganz gut. Da habe ich auch, glaube ich, zum Teil schon drüber gesprochen, deswegen möchte ich es nur kurz erwähnen. Brent Weeks, The Blinding Knife von der Lightbringer-Reihe, der 2. Band. Von Lainey Taylor, Days of Blood and Starlight. Auch das 2. Buch in der Reihe. Und wo ich noch nicht drüber gesprochen habe, habe ich auch erst angefangen, ist von Pete Townsend, Who I Am. Und Das ist der Gitarrist von The Who und halt seine Autobiografie. Und der hat ja ein ziemlich ereignisreiches Leben gehabt. Wie das ja die meisten so 70er Jahre Rockbands so hatten, mit Alkohol, Drogen, Abstürzen und so weiter. Und also der lebt noch. Er hat es überlebt. Und ja, keine Ahnung. Ich hab's angefangen. Und bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Damit habe ich ja auch schon mehr Bücher gelesen als im letzten Jahr. Und ich habe ja noch mehr gelesen, die nur nicht dieses Jahr erschienen sind. Also ich habe dieses Jahr echt für meine Verhältnisse viel gelesen. Natürlich auch dadurch, dass ich Hörbücher entdeckt habe und Bücher gehört habe. Ja. Also darf man jetzt auch welche sagen, die man nur dieses Jahr gelesen hat und nicht erschienen sind? Nee, ne? Das ist unser Podcast. Wenn du jetzt sagst, dass die Bibel dir gut gefallen hat, dann kannst du es auch. Die Bibel hat mir unwahrscheinlich gut gefallen. Nein, ich wollte nur kurz sagen, dass ich auch relativ begeistert von den Walter Mörs Büchern war. Da gab's, zuerst habe ich Rumo gehört, dann Der Schrecksenmeister. Ich glaube, in der Reihenfolge muss man das auch. Nee, zuerst habe ich Rumo gehört, dann da Die Stadt der träumenden Bücher, dann Der Schrecksenmeister und dann Das Labyrinth der träumenden Bücher. Aber letzteres ist überhaupt nicht empfehlenswert, wenn man die anderen gelesen hat, oder zumindest Die Stadt der träumenden Bücher. Aber die ersten 3 finde ich wirklich, der baut dann eine richtig tolle Welt auf. Schon interessant. Also Walter Mörs kennt man ja von Das kleine Arschloch. Und dass man vielleicht vermutet man gar nicht, dass er literarisch ein bisschen was drauf haben könnte, aber das sind schon echt interessante Stories, finde ich. Kann man sich ruhig mal reintun. Ja. Ja. Ich habe, glaube ich, in diesem Jahr auch so viel wie vorher noch nie, aber nur 8 Bücher für die Uni. Also, da brauche ich nicht großartig was erzählen. Was war dein Lieblingsfachbuch? Für meine Examensthemen. Oh mein. Das wäre kleinste mit den wenigsten Seiten. Okay, verstehe ich. Ja. Was ich auch vielleicht noch mal pluggen kann, ist hier der Christian von der Hörsuppe, der hat jetzt einen neuen Podcast gestartet und das finde ich eigentlich ganz interessant. Der liest da halt Bücher vor, die er toll findet, beziehungsweise jetzt ist gerade am ersten dran von Jules Verne, Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Und ich finde das eigentlich, ich hatte das vorher noch gar nicht gelesen, es gehört ja eigentlich zum Allgemeinwissen vielleicht, dass man das schon mal gelesen hat, aber ich hatte es noch nicht. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, wenn man so jede Woche so 45 Minuten irgendwie da hingeworfen bekommt. Weil ich habe so manchmal bei Hörbüchern so, dass ich manchmal so Momente habe, fuck, was habe ich in den letzten 2 Stunden gehört? So. Und das hebt das so ein bisschen auf, dass man eine Viertelstunde hat, kann sich so ein bisschen Gedanken machen und hört dann beim nächsten Mal, wenn das nächste erscheint, das nächste. Ja. So als Podcast-Empfehlung, der 2012 auch erschienen ist. Der hat ja auch eine recht angenehme Lesestimme. Ja. Ja. Ich möchte gerade noch nachtragen. Mohammed war ein Prophet, der von Fußballspielen nichts versteht. Doch aus all der schönen Farbenpracht hat er sich das Blau und Weiße ausgedacht. Oh Gott. Das waren die Verse aus dem Jahre 1963, die im Jahr 2009 für Aufregung gesorgt haben. Oh, das ging ja flott. Stand denn dabei, ob die irgendwie gestrichen wurden oder sind die immer nur drin? Die sind wohl immer noch drin. Ah, okay.
Der Verein hat einen Islamwissenschaftler damit beauftragt, ein Gutachten zu erstellen. Der hat gesagt, dass es keine islamfeindliche Gesinnung zu erkennen ist in den Zeilen. Mhm. Ich wollte nur die Zitate noch nachreichen. Du hast noch rausgeschrieben, dass hier Marslandung vom Rover Curiosity und so weiter und so fort dieses Jahr war. Ja, zumindest erwähnenswert. Das erste Mal, dass ja irgendwas gelandet ist oder so, oder? Vertue ich mich. Weiß ich nicht. Ich habe auch gedacht, als ich das gelesen habe, ist das jetzt eigentlich so was Besonderes? Waren wir das erste Mal auf dem Mars? Also wir waren ja gar nicht, sondern der Roboter da. Ja. Ich habe übrigens meinen Bildschirmhintergrund, das ist ein Foto von Curiosity, also was der auf dem Mars aufgenommen hat. Ja. Sieht gar nicht so marsianisch aus. Wurde ja auch gleich zu einem Meme gemacht, ne? Also diese ersten Bilder, wo dann irgendwelche Aliens rein retuschiert wurden oder sonst irgendwas. Es gibt sogar ein Bild, was es schon vorher gab, was es noch länger gab. Was ich eigentlich auch immer sehr lustig fand, wo so Aliens auf einem Planeten stehen mit so Schildern Yankees go home. irgendwie ist es schon faszinierend so. Wir können so einen Roboter auf einen anderen Planeten schicken, der kann da rumfahren. Ne, ferngesteuert. Von der Erde aus. Wird er eigentlich ferngesteuert? Per iPad. Keine Ahnung, aber der wird ferngesteuert, oder? Ich meine schon, dass der ferngesteuert ist. Der fährt nicht automatisch. Ach ne. Aber der hat bestimmt auch eine Routine, wie der automatisch fährt. Wenn der keine Verbindung mehr zur Erde kriegt oder so. Wahrscheinlich, ja. Aber trotzdem, das ist schon verdammt cool. Ja. Andererseits. Und wenn der Hunger bekommt, dann kann er den Dönerkopf da anpingen, ja? Ja, wenn der Curiosity schafft, nach Hause telefonieren. Nach Hause. Ich habe ja immer noch auf so eine Sensationsmeldung gewartet, so. Oh mein Gott. Flüsse. Tiere. Keine Ahnung. Gold, es gibt Gold. Ja, das natürlich, das wäre das Wichtigste. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Dann würden wir noch in meiner Lebenszeit auswandern auf einen anderen Planeten. Das stimmt. Der Kern besteht aus Diamanten. Ich finde es ja einerseits faszinierend, dass wir da so einen Roboter hingeschickt haben. Andererseits geht mir das echt zu langsam. Ich hätte ja gern irgendwie noch was Schnelleres gehabt. Hm. Aber ja, vielleicht kommt mal irgendwie irgendwas Durchbrechendes in der Physik, ne? Higgs-Boson wurde ja auch dieses Jahr entdeckt. Und vielleicht geht's ja noch weiter und dann auf einmal haben wir einen Riesenfortschritt und dann können wir alles machen. Schnell und durchbrechend war ja auch am 14. Oktober Felix Baumgartner. Oh ja. Der ja aus der Stratosphäre geschwungen ist und die Schallmauer durchbrochen hat. Hm. Ja. Habt ihr es euch angeguckt? Ja, ja, aber nur, also das Aufsteigen, da bin ich immer weggegangen, das war mir zu langweilig. Aber dann, als runterging, war schon interessant. Oder die 10 Minuten davor, als dann so gerade so, kann er jetzt springen, kann er jetzt nicht springen, war irgendwie cool. Als man schon so ein bisschen die Aussicht da gesehen hat, das war schon, ja. Das war schon krass. Ich habe nachher in irgendeiner Sendung so gesehen, aus welchem Material dieser Ballon ist. Der ist wohl aus extrem dünnen irgendwas. Und da konntest du so mit der Hand, musstest du gar nicht viel Kraft aufwenden, durchziehen, so kaputt. Boah, da hätte ich ja, wenn ich das vorher gesehen hätte, ein bisschen Schiss gehabt. Ja, der wäre ja auch, wenn da irgendwas durchgerissen wäre, so schnell wäre der doch gar nicht aus der Kapsel gekommen, ne? Dass er sich da mit seinem... Wahrscheinlich nicht, ne? Da gab es ja auch irgendwelche Sicherheitsvorrichtungen, dass der gar nicht raus kann, wenn nicht irgendwelche Sachen... Oh, vielleicht gab es auch irgendwie ein Notfallsystem, keine Ahnung. Ja. Hättet ihr das gemacht, wenn man euch jetzt sagt, hier, morgen geht's los, macht da, springt da? Nee. Nee, ich auch nicht. Ich weiß nicht. Jetzt mal ohne Scheiß, überleg dir mal, allein mal, du stehst da oben und guckst da runter und du bist schon fast, also okay, das ist noch sehr weit von eigentlich vom Weltall entfernt, aber trotzdem. Ja. Das, ist ja jetzt nicht auf dem Empire State Building stehen und runtergucken, sondern das ist, hui, noch ein paar Etagen höher. Ich weiß nicht. Ich hätte mir da auf jeden Fall die Hose gemacht. Aber allein schon so lange. Allein schon, wie lange das gedauert hat, bis er da oben war. Ja, aber er hatte ja so eine Sozialwindel irgendwas.
Ja. Wahrscheinlich auch so wie die Formel 1-Fahrer oder so haben. Aber ich fand's echt also erschreckend, als er dann runtergefallen ist, als er diese Drehungen da so schnell gemacht hat. Weil genau ja, das hatten für, die nämlich für so einen noch, Moment war das. Ja. Genau das hatten die nämlich vorher noch in der Moderation gesagt, was nicht passieren darf, weil dann könnte alles tödlich und gefährlich und K.O. und so, wenn er sich zu oft so schnell dreht. Und dann genau das passierte anfangs so. Andererseits, richtig viel gebracht hat das natürlich auch nicht. Nee. Oh ja, da, Pendolino erinnert mich gerade daran, dass Postillon, glaube ich, so eine Story gebracht hat. Das war so großartig. Echt, dass der Rekord versaut worden wäre, weil er übertreten hätte. Ja, und die Geschichte war eigentlich okay. Aber was das wirkliche Highlight da unten drunter, die Kommentare. Oh, die Mann, war das lustig. Ihr scheiß Arschlöcher, stellt ihr euch doch mal da oben hin und dann sagt ihr, dass das ein paar Zentimeter daneben war. Nee, das könnt ihr nicht machen, nee. Schwör. Ich komme gerade von einem YouTube-Kommentar. Ohne Scheiß, das waren so super Kommentare. Ja. Und dann, wie, das ist ein Scherz von euch, ich beschwere mich irgendwo und so. Wie gerade hier auch noch angemerkt wird, es kam von der Föderation. Aeronautique International in Lausanne. Ja. Fail. Oh Mann, die Aussprache war jetzt ganz schrecklich. Ja. Du hast es ja gut gemeint. Genau. Gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Ja, jetzt mal. Wikipedia hält es übrigens auch nicht für relevant. Zumindest habe ich es nicht in dieser Jahr 2012 Übersicht gefunden. Ja. Ist ja auch nicht relevant. Wikipedia werde ich gesponsert von einem Energy-Drink-Hersteller. Ja. Da ging es ja auch direkt danach los mit den Memes, ne? Also. Ja, klar. Das scheint irgendwie auch so zu sein. Irgendein großes Ereignis und zack, direkt. Das Lustigste fand ich ja das Meme, wo diese Kapsel von einem Fußball getroffen wurde von Sergio Ramos, der ja irgendwann vorher mal seinen Elfmeter in den Himmel geschossen hat. Ist auch noch jemand gestorben, der schon mal im Weltraum war. Ja. Neil Armstrong. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wer der dritte Mond war. Als wir das erste Mal in der Sendung drüber gesprochen haben, ne? Neil Armstrong weiß ich noch, Buzz Aldrin weiß ich auch noch. Das war der zweite. Und damals in der Sendung wusste ich nicht, wer der dritte war. Dann haben wir das wahrscheinlich recherchiert, ne? Und dann haben wir das recherchiert. Und ich habe es aber schon wieder vergessen. Ja. Ich habe immer noch keine Ahnung. Sieht man mal, wie unwichtig das war. Also er hat schon Glück gehabt, dass er da als erster rausgehoppt ist. Sonst hätte es wahrscheinlich nicht so viele Leute interessiert, dass er gestorben ist. Ich habe letztens eine Story gelesen über den, der als letzter auf dem Mond war. Also der letzte Mensch auf dem Mond. Wie lange ist das eigentlich her, weißt du das? Das war auch in den 70er Jahren irgendwie erst. Ja, krass. Und dass sich damals halt niemand dafür interessierte mehr, dass er auf dem Mond war. Das ist auch fiese. Ich war auf dem Mond. Ja, Wayne. Ja. Hat damals halt niemand mehr interessiert. Das war so, oh ja, schön. Ich glaube, bei Eines Tages auf Spiegel war das. Ja. Michael Collins war übrigens der dritte. Ja. Habe ich auch gleich wieder vergessen. Kommen wir ab vom Weltraum wieder zum Weltlichen. Musik liegt in der Luft. Konnte ich mir auch nicht merken, wer den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Doch, habe ich gestern schon, noch gerätselt. Weil das so oft im Radio gespielt wird. Ich fass es einfach nicht. Also Euphoria. Auch immer noch. Ja, mein Gott. Also das wird echt super totgenudelt. Ich höre kein Radio. Doch, ich immer beim Duschen. Was mich überrascht hat, ich habe den Song gehört, also ich habe mir vorher die meisten Songs so angehört und ich fand den belanglos. Also der hat mich nicht, keine Ahnung, hat mich nicht angesprochen. Und total viele so Experten und Fachleute haben gesagt, großer Kandidat auf den Sieg. Und da habe ich so festgestellt,
die aktuelle Popmusik ist irgendwie nichts für mich. Ich habe da wirklich nicht erkennen können, dass der Titel gewinnen könnte. Ja, Deutschland ist auch auf Platz 8 gelandet mit Roman Lob. Was ja nicht so schlecht ist, ne? Nö, Platz 8 ist eigentlich wirklich gut. Hätte ich dem jetzt auch nicht zugetraut. Das Lied war nämlich sehr richtig langweilig. Schlecht. Ist der nächste. Also echt belanglos und langweilig. Ja, es war auch, glaube ich, diesmal kein so wirklich außergewöhnlicher Teilnehmer. Doch diese Omas, ne, die irgendwas gemacht haben. Die Zweiter geworden sind. Ja. Also Party waren, for everybody. Die waren ein bisschen außergewöhnlich, aber sonst. Und ich werde es nächstes Jahr trotzdem wieder angucken. Natürlich. Allein wegen der Punktevergabe. Die finde ich ja immer so super. Ja, auch wenn sie jetzt die anderen immer automatisch anzeigen lassen und noch die letzten drei vorlesen. Ja, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ja. Man merkt, wir decken wirklich alles ab in unserem Podcast. Mhm. Ne? Alle wichtigen Sachen haben wir schon drüber gesprochen. Aber ich versuche mich gerade die ganze Zeit dran zu erinnern. Ich weiß noch, dass Ina Müller, war das nicht Ina Müller dieses Jahr, die für Deutschland gesprochen hat? Oder war das? Ja. Das hat mich so aufgeregt. Ich finde die sowieso schon so dämlich. Und dann hat die auch noch so was Beklopptes gesagt, ganz am Anfang. Ach, ich komme einfach nicht drauf. Auf jeden Fall war das dämlich. Hello, this is Hamburg calling. Nee, das war irgendwie so ein Denglisch. Germany is flipping out oder sowas war das, glaube ich. Und da krieg ich schon wieder ein Herz. Was ja auch keine Sau außerhalb von Deutschland versteht, ne? Ja, genau. Total bekloppt, sowas zu sagen. Warte mal. Wann war denn Anke Engelke? War das nicht Anke Engelke? Okay, dann war die das letztes Jahr mit der Ina Müller. Nee, die hat das moderiert, als es in Deutschland war, mit Raab zusammen. Nee, aber Anke Engelke hat doch irgendwo diese Worte gefunden. Punkte vergeben wurden, hat sie doch irgendeine Ansprache gehalten. Und war das nicht an Aserbaidschan gerichtet? Ja, ja, genau. Stimmt, du hast recht. Ne? Dann war meins, glaube ich, 2011. Verdammt. Ja. Schritti ist gerade irgendwie, hat sich gemutet, hat eine Alt-GR-Taste getroffen. Ja, natürlich wieder. Die liegt aber auch so unpraktisch da. Wolltest du gerade nochmal sagen? Ich wollte sagen, dass das auf jeden Fall ein Highlight war, weil ich fand, das hat sie sehr charmant und raffiniert rübergebracht. Ja. Das war ja nicht so direkt anklagend, aber ich fand das gut. Whitney Houston ist gestorben im Februar. In einer Hotelbadewanne, ne? Ertrunken dann irgendwie anscheinend. Betrunken oder ertrunken? Ertrunken, glaube ich. Kann sein, dass sie betrunken ertrunken ist, aber das weiß ich nicht. Die ist mir eigentlich in Erinnerung geblieben wegen diesem furchtbaren Song für The Bodyguard. I will always love you, oder was war das? Sing doch mal, Schwitty. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das geht. Ja, sing mal. Shut up. Boah, hat mich damals schön sehr genervt. Was hat dich genervt? Dieser Song. Och. Da habe ich ja schon gelebt, als der pausenlos im Radio gespielt wurde. Natürlich. Von wann ist der denn, Wessert? Nee. Von wann ist der Song von Bodyguard? Oder wann kam der Film raus? Müssen wir mal 90er? Bodyguard. Ja. Mit Kevin Costner. 92 steht hier. Ja, okay, da haben wir schon. Ja, da können wir schon mitbekommen haben. Ist auch das einzige Lied, was ich, glaube ich, von der kenne. Aber ja, auch schon so meine Musik. Oh, diese Google-Infos, ne, die werden auch immer besser, ne? Also ich bin echt überrascht da. Wenn man so nach Sachen sucht, hier zum Beispiel Bodyguard, dann steht da ja rechts kurze Filminfo, Regisseur, Länge und wer so mitgemacht hat. Meine Güte. Google wird mir zu mächtig. Naja. 13 Wochen auf Platz 1 in Deutschland. 13 Wochen. Das sind, 3 Monate. Hm. 3 Monate. In der Schweiz. Zu viel. In der Schweiz sind es 34 Wochen gewesen. Mhm. Die haben ja auch sonst nichts. Verdammt. Ja. Wir haben hier Hörer aus der Schweiz. Genau. Ich finde Schweiz toll. Ich war schon ein paar Mal da. Beschwerden wie immer an unseren Sensibilitätsbeauftragten. Conor @brullaffentausch.de. Ich habe immer ein offenes Ohr für alle, ja. Dieses Jahr war I Will Always Love You auch wieder auf Platz 19 in deutschen Charts. Ehrlich? Mhm. Wir haben auch schon wieder drauf. In der Schweiz auf Platz 3. Ja. Habt ihr das gehört mit dem Radiomoderator, der Last Christmas auf Dauerschleife spielen lassen hat? Nee, absichtlich?
Es wurde irgendwie einmal gespielt, irgendwie in der Morning Show oder so. Mhm. Und dann hat er das nochmal abspielen lassen, dann ist die Mitmoderatorin irgendwie unter Protesten dann rausgegangen, dann hat er sich verschanzt und irgendwie 2 Stunden auf Dauerschleife spielen lassen. Ach ja. Bis er dann zur Vernunft gekommen ist. Und dann hat die Mitmoderatorin das dann weitergemacht und dann für den Rest der Sendung Hörerwünsche spielen lassen und ganz oft wurde Wham! Last Christmas gewünscht. Das finde ich gut. Richtig cool. Aber da haben sie auch irgendwie danach vermutet, das wäre vielleicht ein PR-Gag gewesen. Mhm. Aber dann war es ein guter. Ja, auf jeden Fall. Hat er auch nicht drüber moderiert oder so, einfach stumpf die nach und nach. Ja, und irgendwie die Nachrichten mussten dann über, also notdürftig über Telefon dann durchgesagt, irgendwie sowas. Also das war ganz interessant. Noch mehr sind gestorben. Ja. Zum Beispiel auch Eduard Anatoljewitsch Chill. Wer ist das denn bitte? Ja, der Name sagt vielen vielleicht nichts, aber ich kann hier wieder mal singen. Ja, ja, bitte. Mach mal. Trolla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 . Oh. Ja, der hat ja dann nochmal späte Berühmtheit erlangt. Ja. Dann ist noch John Lord gestorben, was die Toten... Bedeutung für mich bei den Toten am meisten hat. Nee, was, wo der Tod mich am meisten betroffen hat, so rum. John Lord war Keyboarder bei Deep Purple, bis er nach einer Weile dann ausgestiegen ist und dann ist er später wieder eingestiegen und war nebendran noch Komponist, war noch solo aktiv, hat klassische Werke komponiert und sehr sympathischer Mensch, was ich so in Interviews mitbekommen habe. Fantastischer Musiker. Und so sein Meisterwerk des Songs for Group and Orchestra hatte er damals mit Deep Purple aufgenommen in den 70ern und das hat er jetzt nochmal kurz vor seinem Tod neu aufgenommen, wo dann auch internationale Stars so zu Gast waren, zum Beispiel Bruce Dickinson als Sänger und Joe Bonamassa als Gitarrist und mit, ich glaube, Londoner Symphonikern oder so hat er es aufgenommen. Und das ist schon sehr schade, der war an Krebs erkrankt und dann ging das leider sehr schnell. Und Scott McKenzie ist gestorben. Das singe ich jetzt aber nicht. Na gut. Aber den kennt man ja vielleicht auch. Der hat ja so die eine Hippie-Hymne überhaupt geschrieben. San Francisco. Going to San Francisco mit Flower in Your Hair. Und was war musikalisch in diesem Jahr sonst so los in Deutschland? Charts-technisch? Ja, die Single-Charts, ich kann sie ja mal vorlesen. Mhm. Von 10 bis 1. Viel Spaß. Oh. Ja, das ist teilweise ist dann, ja, ich kenne die meisten ja gar nicht. Also auf Platz 10 war Rihanna mit Diamonds. Auf Platz 9 war Psy mit Gangnam Style. Was ist das? Ist in unserem Land, ist in unserem Land nicht verfügbar. Ja. Auf Platz 8 hatten wir eben schon Lorraine mit Euphoria, also die Siegerin. Ach, die vom ist das wieder. Eurovision Song Contest. Dann auf Platz 7. Nicht Goatee, ne? Oder Goatee, nein. Somebody That I Used To Know. Das sind die 5, die auf einer Gitarre spielen, ne? Ja, die das haben das gecovert, richtig. Ach, die haben das gecovert? Ja. Das ist gar nicht im Original von denen. Nee, nein. Walk of the Earth haben das gecovert. Das haben wir dir aber, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt, oder? Kann das sein? Du merkst doch, dass ich nichts merke. Ich weiß ja manchmal nicht mehr... was im Podcast erzählt wurde, wo ich dabei war. Also. Okay. Gut, auf Platz 6 der Single-Charts in Deutschland 2012 ist Olli Murs, Kicks, Heart Skips a Beat. Mhm. Sound skips auch ein Beat gerade, aber egal. Was ist mit dem Beat? Ach nee, gerade war ein bisschen am Stottern bei dir da. Ach so, ja, wie immer. Ja. Auf Platz 5 Carly Rae Jepsen mit Call Maybe. Mhm. Hätte ich jetzt weiter oben vermutet, aber wahrscheinlich nicht in Deutschland. Auf Platz 4 Asaf Avidan, The Mojos, One Day Reckoning Song. Das sagt mir überhaupt nichts. Das ist das Erste, was mir auch nichts sagt. Mir sagt das, glaube ich, was. Ja? Ich meine, Asaf Avidan ist so leicht psychedelic Singer-Songwriter-Typ, wo das letzte Album vor einer Weile mal abgefeiert wurde. Aber es war nicht so mein Ding, deswegen habe ich mich damit nicht weiter beschäftigt. Gut, also in den Top 3
Das ist also auf Platz 3 die Toten Hosen, Tage wie diese, was ich unfassbar schlecht finde. Mhm, aber das, so aber das hat so ein bisschen den typischen Hymnencharakter, wie so manche Hosensongs, weswegen sowas dann funktioniert. Ja. Hm. Zum Beispiel Düsseldorf ist das ja, glaube ich, die Torhymne oder so. Ja. Das funktioniert da halt. Gut, auf 2 Licky Lee, I Follow Rivers. Das kenne ich und finde ich auch ein bisschen nervig, aber... Kenne ich auch nicht. Doch, kenne ich. Doch, das kennst du, oder? Das kann man vorsingen, Markus. I follow... Ich kann nicht singen. Das muss man noch kennen. I will follow him. Nein. Nein? Oh Gott. Das wäre ja 10-mal besser. Ja, obwohl, das und ist auch ein Ohrwurm-Song. Ja. Auf Platz 1, Michel Telo. Ja. I soy Chipego. Dieses Nossa-Nossa-Kram. Ja. Ah, Nossa-Nossa. Fiesta, nein, nee. Das ist ein anderes. Ja, das waren die Single-Charts und kann man doch größtenteils knicken. Also Call Me Maybe finde ich ganz nett. Muss ich zugeben. Ja, jetzt mittlerweile habe ich ja auch schon zu viel gehört. Den nervt dann auch so, wenn diese Memes... dann überall gecovert werden und du findest dann überhaupt nicht mehr das Original. Zumal das Original ja in der Regel eh hier gesperrt ist. Habt ihr denn, also fandet ihr von Gotye, oder ich weiß auch nicht, wie man das ausspricht, Somebody That I Used To Know, findet ihr das nicht gut? Findet ihr nicht ganz okay? Das ist auch ganz gut. Eigentlich. Ich kenne nur das Cover, wo die 5 Leute da die Gitarre zupfen. Wie war das denn für dich? Doof, weil Sarah Blackwood deswegen wegen dieser Band bei The Creepshow ausgestiegen ist. Deswegen kann ich das nicht gut finden. Okay. Ja. Nee, das war unterhaltsam, war ein lustiges Video. Also sagen wir mal, ich würde mich nicht drüber aufregen, wenn ich es nur im Radio hören würde. Ja. Weniger als über Nossa, Nossa. Ich wurde erst gestern gewhammt. Das ist mein Rekord, glaube ich. Noch nie so spät gewhammt worden. Gangnam-Style ist ja auch hier bei Google Zeitgeist, ne, auf Nummer 1. Vor Somebody That I Used To Know. Und wahrscheinlich noch knapp, ja genau, vor auf Platz 4 dann Call Me Maybe. Der Pendolino hat im Chat eben erwähnt, dass YouTube ein Best-Video erstellt hat. Da ist also irgendwie die aus den besten Videos oder irgendwie die bekannteste, meistgeklickteste irgendwas. Da ist auch Gangnam Style mit bei und diese Somebody That I Used To Know Gruppe, die dann am Anfang irgendwie also das Gangnam Style Ding macht. Und das ist dann irgendwie Rewind YouTube Style. Also das fand ich auch ganz, ganz lustig anzugucken, was da alles so drin vorkam. Call Me Maybe kam da auch mit drin vor. Ja, mit verlinken. Ja, das können wir machen. Habt ihr schon mal was von One Direction gehört? Ja, hab ich bestimmt schon mal. Das ja, ist wie eine Boyband oder was? Oder kann das sein? Die müssen ja in den USA so der heiße Scheiß sein. Ich sehe nur ständig so Memes und Witze darüber, über die. Ich hab noch nie was von denen gehört. Und auch so Werbung. Also die kommen während den Footballspielen immer. Wo sie sich über sich selbst lustig machen. Da habe ich nur gedacht, sind jetzt nur in den USA so groß oder sind die auch hier so groß? Genauso wie Justin Bieber, ich habe keine Ahnung. Ist Justin Bieber in Deutschland auch so total beliebt? Ich glaube, das flacht gerade so ein bisschen ab, aber bei den Teens, also diese 12- bis 15-Jährigen schätze ich, da war der doch schon mega beliebt, oder? Ich habe echt so den Überblick verloren, was nur in den USA ein Hype ist oder was auch hier ein Hype ist. Bei uns kommt ja auch alles später an. Ja, aber ne, Justin Bieber glaube ich schon. Aber so, es gibt so ein paar Boybands, bei denen hört man auch echt nur, wenn man irgendwie amerikanische Medien schaut oder YouTube-Videos oder so, die man in Deutschland echt noch nie gehört hat. Und One Direction sind ja, glaube ich, sogar Briten. Ja, ich bin alt. Aber ihr auch. Ja. Verdammt. Ich bin jünger als ihr. Das reicht Mann. Mir. Ich muss mal echt diese M's abgewöhnen. Kannst du rausschneiden hinterher? Nee, hab ich keine Lust. Das haben wir sogar früher mal gemacht, ne? Oder du? Am Anfang haben wir das mal gemacht. Boah! Weil das war irgendwann zu nervig. Ohne Mist. Gerade ich hab ja auch einen. Von,
einmal eine Folge geschnitten. Ich habe echt einen ganzen Tag gebraucht. Das war vor allen Dingen Markus und ich. Wir hatten echt ständig geämmt. Ja, nee, aber Spritti hat ja ganz am Anfang fast ausschließlich geschnitten und boah, was er sich da für Mühe gemacht hat. Das hat er bestimmt bei ihm auch 6 Stunden dran gesessen oder so, oder? Ja, aber das war ja auch noch, da waren wir noch nicht live und da haben wir noch auf Konserve gesendet und dann halt zwischendrin auch unsere, ne, mehr Outtakes gehabt und uns verhaspelt und dann halt auch dann gestoppt, ne? Ja. Gestoppt und über was ganz anderes geredet und sind dann wieder versucht, da einzusetzen. Ja. Wo wir waren. Da mussten wir man quasi schneiden. Stimmt, ja. Und dadurch, dass wir jetzt live sind, warum... Hört man den ganzen... Also man könnte man natürlich auch noch ein bisschen schneiden, aber warum sollten wir die Leute, die es auf Konserve hören, nicht auch so quälen wie unsere treuen Live-Hörer? Sonst unfair den einen gegenüber. Damals hatte man noch Qualitätsansprüche. Guckt im Chat. Ja. Kommen wir jetzt mal zu Musik, die uns gefallen hat. Connor, was waren deine Highlights dieses Jahr? Also ich musste erstmal überlegen, was überhaupt dieses Jahr rauskam an Musik. Und letztlich bin ich dann auf 2 Album-Highlights gekommen. Und zwar ist das einmal das neueste Offspring-Album, Days Go By. Das fand ich eigentlich ziemlich gut, weil sich das doch zu großen Teilen wieder an Smash und Ignition orientiert hat. Also es hatte ein paar schöne, gute Oldschool-Songs dabei, die richtig so das Offspring-Feeling vermittelt haben. Und zum anderen waren das The Megas mit dem Album History Repeating Blue. The Megas kennt man eigentlich wahrscheinlich hier nicht so. Das ist eine Band, die macht aus den Chiptune-Songs von der Videospielserie Mega Man Songs, also so Rock-Songs mit auch Texten dazu, wo sie dann die Geschichte von Mega Man mit einbringen, bisschen auch manchmal mit sehr viel Humor einfügen. Und das finde ich eigentlich gut. Die Mega Man-Musik ist sowieso immer schon sehr einprägsam und lässt sich sehr gut transportieren auf so einen Rock-Klang. Also das hat mir wirklich auch sehr gut gefallen. Das Album höre ich auch immer noch zwischendurch, immer mal wieder ganz durch. Wenn man die Vorlage kennt, ist es natürlich nochmal umso besser. Aber auch ohne kann man das gut hören. Hört sich interessant an. Muss ich auch unbedingt mal reinhören. Spritti, bei dir? Ich bin so planlos. Ich muss ja immer zum Jahresende für in so einem Forum so eine Top 15 des Jahres erstellen. Und ich krieg nicht mal 15 Alben zusammen. Also ich krieg 15 Alben zusammen, aber ich kann mich nicht einigen, was ich in die Top 15 alles nehmen soll. Es gab so gute Alben. Es gab nicht so die richtigen Überalben. Ich habe mich jetzt mal für 3 Stück entschieden, die ich hier erwähnen möchte. Und wo ich mir auch ziemlich sicher bin, dass die Ende des Jahres bei mir ziemlich weit oben stehen. Das ist einmal Baroness, Yellow and Green. Ein Doppelalbum. Die nennen ihre Alben nur nach Farben. Also vorher sind schon erschienen Red Record und der Blue Record. Jetzt halt Yellow und Green. Baroness kommen aus dieser Mischung von der Atlanta und Umgebung. Da gibt es so eine Szene von Sludge Doom Bands, wo die auch herkommen. Die haben sich aber von diesem Sludge entfernt und sind jetzt eher so Richtung Progressive Rock gegangen. Und das sind fantastische Melodien und Musik und schöne Texte und traumhaft schön. Ich glaube, das ist ein Album, was ich mir auch in 10 Jahren noch ohne Probleme geben kann. Und das ist fantastisch geworden. Beinahe hätte das Ganze auch noch so ein tragisches Ende genommen, weil die kurz nach Erscheinen von dem Album, wo sie auch so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen haben, mit dem Bus verunglückt sind. Irgendwo in England war es regnerisch und der Bus ist mal so eine Brücke 10 Meter runtergefallen. Und haben aber alle überlebt und fangen jetzt langsam wieder an, Musik zu machen. Aber hätte natürlich auch blöd ausgehen können. Dann Rival Sons, Head Down. Rival Sons sind, die spielen so ein bisschen Classic Rock. Und ich glaube, in unserem letzten Jahresrückblick war das auch schon bei mir bei den Highlights dabei.
das Vorgängeralbum. Und die haben jetzt wieder ein neues Album rausgebracht und das ist wieder sehr gelungen. Haben sich musikalisch ein bisschen verändert, die Songs sind ein bisschen länger und ja, damit auch ein bisschen mehr Haltwertszeit und es ist einfach ein geiles Rockalbum. Ich finde es fantastisch. Ich finde vor allen Dingen die Stimme vom Sänger fantastisch, die mich ein bisschen an Jim Morrison in noch rockiger erinnert. Und das dritte ist Slow Joe and the Ginger Accident mit Sunny Side Up. Das ist ein etwas kurioses Album. Slow Joe ist irgendwie ein 80-jähriger Mann oder so. Aus Indien oder sowas. Irgendwo woher. Und The Ginger Accident ist eine französische Band. Und die haben den dadurch Zufall entdeckt, wo er als Straßenmusiker irgendwie so ein bisschen gesungen hat. Und haben ihn dann zu ihrem Sänger gemacht und zusammen ein Album aufgenommen. Und der Typ hat eine fantastische Stimme und die spielen so, ja, so ein bisschen von allem. Da ist ein bisschen Bluesrock drin, ein bisschen Psychedelic und sehr schönes, positives Album, unterhaltsames Album. Und ich fand diese Kombination einfach so schön und diese ganze Geschichte, wie diese Band entstanden ist. Und das hat mir gefallen. Boah, ich muss echt mal ein bisschen was von dem anhören, was ihr immer so empfiehlt. Das sagt mir jetzt auch irgendwie so gar nichts, die Bandnamen. Sind die bekannt? Unter aus, den Kennern? Aus Bombay ist der übrigens. Rival Sons und Baroness, was so Metal- und Rock-Szene angeht, ja, okay. Relativ bekannt. Nicht die totalen Überflieger wie Metallica oder sowas, aber... ja, muss ich mir auf jeden Fall anhören. Was ist es denn bei dir, Markus, so dein Highlight? Ja, ich bin nicht ganz so musikbewandert, also ich fand jetzt eigentlich von Olympia diese Opening Ceremony, da gab es halt auch ein Album von, das nennt sich Isles of Wonder und da waren eigentlich auch ganz nette Tracks drauf, also wenn man sich das zusammen halt so anhört, da ist auch so ein 17-Minuten-Song drauf, der ist mein Favorit und da ist Mike Oldfield, Underworld, Arctic Monkeys sind da zum Beispiel auch drauf und ich finde das Album eigentlich ziemlich gut gelungen, also besonders so die erste CD und ja, vielleicht kann man einfach mal bei Spotify oder so reinhören, ob das einem gefällt. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. War ja auch angenehm, ja. Bei der Eröffnungsfeier. Ja, also war so eindrucksvoll, ne? Fand ich schon. Ja, ich weiß halt nicht, funktioniert das dann auch? Also ich meine, da haben wir das ja dann immer zusammen mit den Bildern, also was du halt im Fernsehen noch siehst und so. Mhm. Funktioniert das auch einfach so? Also ich fand die Musik, besonders dieses 17-Minuten-Track da, schon ziemlich super danach. Ich weiß aber nicht, ob es daran lag, weil ich kurz zuvor dann auch das Ganze auch noch im Fernsehen dann gesehen hatte mit den Bildern. Ich weiß nicht, ob es andersrum auch funktioniert, aber danach hat mir das immer noch einige Zeit lang gefallen oder jetzt auch noch. Immer ein bisschen auf, dass ich Musik nicht zu viel... Ist Markus jetzt nur bei mir abgehackt? Nein, bei mir auch. Markus, du machst einen auf Connor. Sorry. Also so hört sich das bei nicht. Mir immer an. Ja, naja, nicht ganz so schlimm. Aber so grob die Richtung ist es auch bei dir. Bei mir ist gerade richtig gut. Verbindungsqualität 82%. Macht ihr irgendwie bei Männertausch oder so mit? Einfach mal die Wohnung getauscht? Elterntausch, ja. Hört man mich? Ey, super. Ich rede hier nur mit so Abgehackten zusammen. Leute, oh ja, jetzt mal. Bei mir auch. Was ist denn los bei euch? Ich weiß es nicht. Hört man mich denn wieder? Jetzt geht's wieder, ja. Oh. Gut, und bei mir hoffentlich auch. Ja, also manchmal habe ich halt auch so ein bisschen, ich bin jetzt gerade nicht bei mir zu Hause, sondern irgendwo anders und da habe ich manchmal so ein bisschen die Angst, wenn da jemand sein iOS-Gerät an die Stromversorgung klemmt, dann ist das ja teilweise so eingestellt, dass das dann automatisch das ganze Gerät hochlädt als Backup, ne? Und da habe ich manchmal die Befürchtung, dass das dann den Upload killt, dass ich nicht genug vorgewarnt habe. Vielleicht lag es daran. Wer weiß, wer weiß. Geben wir dem Ganzen noch eine zweite Chance. Eine zweite Chance hat ja jetzt übrigens auch Barack Obama bekommen. Mhm. Finde ich gut. Ich eigentlich auch.
Also, ich meine, viele waren ja enttäuscht, weil sich, glaube ich, viele Leute auch unmenschliche Sachen von dem versprochen haben. Er ist halt immer noch ein Politiker und nicht kann nicht übers Wasser gehen. Aber ich fand ihn halt immer angenehmer als die Alternativen. Ja. Wenn ich mir vorstelle, dass ein Typ wie Romney präsent geworden wäre. Ein bisschen habe ich ja den Wahlkampf damit verfolgt. Ja, das geht gar nicht. Ja, aber ich meine, er hat ja auch schon jetzt, ich glaube sogar in diesem Jahr noch hier mit Healthcare-Reform und so, ne? Obamacare, ja. Ja, Zwangsversicherung ab 2014 oder sowas, finde ich schon gut, dass es, also ohne Obama wäre das höchstwahrscheinlich nicht so gekommen. Ne? Er hat den Kommunismus in die USA gebracht. Genau. Der alte Sozialist aus Kenia. Ich weiß nicht. Also ich finde es okay. Ich mag den, glaube ich, auch so als Menschen. Also wenn ich den im Fernsehen sehe, so in Interviews oder wie er auftritt oder wie er redet, finde ich den einfach sympathisch. Also der kommt mir sympathisch rüber. Ich meine, eigentlich ist die Wahl für uns ja relativ egal. Ist egal, wer der Präsident ist, aber ziemlich egal. Aber so vom Gefühl her finde ich den sympathischer, als die Alternativen waren. Egal, ob jetzt McCain oder Romney. Ja. Der wirkt ein bisschen volksnäher, ne? Und nicht, ja, so ein bisschen so bodenständiger. Ja, ist halt die Frage, ne? Wie viel Macht hat so ein Präsident wirklich, ne? Oder welche Leute sind da noch im Hintergrund, die vielleicht auch noch Sachen machen können? Ja. Ich bin mal gespannt jetzt, wie er das angeht, mit wo wir vorhin drüber gesprochen haben, mit den Waffen, ob er da wirklich was durchdrücken kann. Ja. Ich meine, das Gute für ihn ist ja jetzt im Prinzip, oder wo man ein bisschen Hoffnung haben könnte, er muss sich jetzt nicht mehr für eine Wiederwahl anstrengen. Im Prinzip kann er ja jetzt auch etwas Sachen machen, wo er sich vielleicht bei manchen Leuten unbeliebt macht, weil er kann ja nicht mehr wiedergewählt werden. Ja, er muss ja noch so ein bisschen die Demokraten dann noch ein Auge drauf haben, ne, dass sie nicht ganz unten durch sind. Oh. Kann ihm ja auch egal sein. Ja, ich meine, fürs Volk, sag ich jetzt mal, wäre es vielleicht besser, wenn er unbequeme Sachen durchzieht, ne? Ja. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was er jetzt noch macht. Und, ja. Ob er vielleicht so noch so ein bisschen von den ganzen Vorschusslorbeeren, die er bekommen hat, auch ein bisschen sowas noch erfüllen kann. Ich meine, er hat 2009 auch den Friedensnobelpreis bekommen. Wo er gerade mal ins Amt gekommen ist. Ja, übel. Das hätte man echt nicht machen sollen. Anderes Thema. Das war so Sachen, das habe ich einfach nicht verstanden. Nee. Und ich habe auch nicht verstanden, dass wir jetzt Friedensnobelpreis sind. Ja, da kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, dass wir seit 45 in Europa keinen Krieg mehr hatten. Ist eine Leistung. Ja, aber wir sind eine Wirtschaftsunion. Natürlich gibt es keinen Krieg mehr, aber nur, weil das schlecht fürs Geschäft wäre. Aber es gab keinen Krieg mehr. Das ist ja nicht aus Friedensliebe. Wenn's gut fürs Geschäft gewesen wäre, Krieg zu geben, dann hätten wir vielleicht auch wieder einen Krieg gehabt. Also das ist so. Ja. Ich weiß nicht. Ich finde das ein bisschen komisch. Ist ja auch nicht so, dass die oder dass viele Länder aus der EU zu den Top 10 der Waffenexporteure gehören weltweit. Ja, das ist halt auch. Das vergessen wir halt auch immer, wenn wir so über die Diskussion von wegen Waffennahen in den USA reden. Ich meine, hey, wir sind kurz dahinter, was Waffenexporte angeht. Deutschland ist einer der größten Waffenexporteure, der überall hinliefert und das zumindest versucht. Ja. Ist alles so ein bisschen zwiespältig. Da bekommt man halt wirklich kaum was mit. Und es ist ja auch nicht so, ne, dass wir unsere Außengrenzen zumachen und die Leute auf ihren Schiffen untergehen lassen oder auf irgendwelchen kleinen Inseln einkastanieren, um sie dann wieder zurückzuschicken. Es ist nicht so, dass es eine neue Grenzeinheit gibt, die halt die Leute erst ganz da abhält, die von irgendwoher hierher fliehen in die EU. Das ist halt alles auch nicht so Friedensnobelpreismäßig. In einigen Ländern Jagd auf Minderheiten wie Sinti und Roma gemacht wird. Ja. Und das halt nicht in irgendwelchen, ne,
Hinterländern, sondern dann teilweise in Nachbarländern wie Frankreich oder Italien oder wo ist das noch, irgendwo im Osten? Ungarn, Bulgarien? Keine Ahnung. Wirklich. Irgendwo war das doch auch noch so groß, aber ich glaube, die sind gar nicht in der EU. Weißt du eigentlich, hat jemand zufällig gelesen, wo das Geld hingeht? Wofür hat EU wird das irgendwo eingesetzt oder gespendet oder so? Ja, für die Rente von Christian Wulff. Stimmt. Nee, das sollte, glaube ich, irgendwie gespendet werden an irgendeine Organisation. Ja. Aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, welche. Ja. Also ich finde es halt ein bisschen merkwürdig. Ich meine, die haben damals das mit Obama begründet, dass das quasi so ihn unter Druck setzen sollte, ne? Dass sie drauf hoffen, dass er durch diesen Preis noch mehr angestachelt ist, halt für Frieden zu sorgen und so weiter. Und er hat sie auch ein bisschen erfüllt. Er hat die Truppen aus dem Irak heimgeholt. Er hat den Afghanistan-Rückzug geplant. Aber das verstehe ich auch irgendwie nicht unter dem Friedensnobelpreis, dass man irgendwie so proaktiv da auf einmal dacht, hier, auf dass du keinen Krieg anfängst oder auf dass du die Welt besser machst, das ist doch eigentlich ein Preis für eine Leistung, die man bereits erbracht hat, oder? Eigentlich, ja, ich habe keine Ahnung, wir müssen mal gucken. Ich habe immer noch so Mutter Teresa im Kopf und sowas. Ja, Mutter Teresa war ja auch nicht so doll. Nee. Keine Ahnung, die Sachen zum Beispiel, die letztes Jahr gewonnen haben, die für die Frauenrechte in Afrika und so eingetreten sind, da waren ja auch welche dabei, ich meine zwei aus Liberia oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Story richtig zusammenbekomme, wenn nicht, verzeiht's mir, aber irgendwie haben die halt so angefangen, sich gegen halt den Diktator so zu protestieren. Und haben gesagt, hier, die ganzen Leute werden umgebracht und so weiter, das geht nicht. Und wir haben was dagegen. Und dann haben sich mehr Frauen angeschlossen und so weiter und so weiter und so weiter. Bis es freie Wahlen gab, bis der gestürzt wurde und sowas. Und das finde ich dann halt schon beeindruckend. Ja, auf jeden Fall. Andererseits, ist auch komisch, 2007 wurde das der Weltklimarat mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Der Weltklimarat und Al Gore. Al Gore wäre vielleicht auch ein interessanter Präsident geworden. Ich mag seine Frau nicht. Wer ist seine Frau? Tipper Gore. Was kann die? Die kann dafür sorgen, dass auf allen möglichen CDs draufsteht Parental Advisory. Explicit Lyrics. Da ist die für verantwortlich. Wusste ich gar nicht. Na okay, das ist vielleicht wieder ein bisschen so politisches Amerika. Ja. Ich weiß nicht, ich gehe gerade so die letzten Sieger dadurch. Ärzte ohne Grenzen ist dabei. Das finde ich dann schon für eine Organisation gut. Oder die internationale Kampagne für das Verbot von Landminen. Ist auch sowas. EU, ich weiß nicht. Ach. Also ich verstehe schon den Ansatz, ne? Ist wirklich schön, dass wir so lange hier Frieden haben und wenn man überlegt, auf was für ein Pulverfass wir hier gesessen haben. Oh. Wo es ja bis zum Ende des vom Zweiten Weltkriegs ständig irgendwo Kriege gab und danach dann noch der Kalte Krieg war, wo hier quasi der Grenzverlauf war. Ja. Ach, keine Ahnung. Und ich fühle mich auch relativ sicher. Also ich habe jetzt keinen Schiss, dass uns in nächster Zeit Frankreich oder Dänemark angreift. Oh, oder Nordkorea umgekehrt. Vielleicht schaffen die das. Ja, aber ich meine jetzt hier, ne? Naja, brauchen wir einen Scherz. Ja. Hier, was die EU angeht. Ja. Man fühlt sich schon recht sicher, zumindest was so hier Krieg und so angeht, ne? Dass man hier in Europa recht sicher ist. Ja. Ja, aber lass uns doch mal wieder zum nächsten Thema kommen, oder? Ja. Gerne. TV-Serien. Was gab's so dieses Jahr? Gab's interessante Serien? Überhaupt so. Was mir als einziges, ich gucke ja kein Fernsehen mehr.
Ich habe nur mitbekommen, dass Dirk Bach gestorben ist, was ich schon ein bisschen traurig fand. Ja. Weil ich ihn immer ganz amüsant fand und auch selbst wo er das Dschungelcamp gemacht hat, war eigentlich seine Moderation mit das Highlight. Der ganze Rest war Quatsch, aber das hat er halt schön gemacht und mit so einer, ich weiß nicht, das war so halt so ein gute Laune-Typ. Den hast du im Fernsehen gesehen und er hat immer gelacht und hat auf jeden Fall immer gute Laune verbreitet. Ja. Ich fand ihn da eher nervig, aber naja, mein Gott, er hat mir nicht wehgetan. Ja, das kam halt auch dazu, ne? Also selbst wenn du nicht gemocht hast, so richtig böse auf den oder dass es so genervt hätte wie, keine Ahnung. Mario Barth. Genau. Oliver Pocher. Wollte ich auch gerade sagen. Ja. Du hast halt keine Aggression entwickelt. Er hat dich vielleicht ein bisschen genervt, aber es war halt nicht so, dass du richtig böse da sein konntest. Zumindest bei uns nicht. Gab es da auch böse Stimmen im Internet und so, aber die wollen wir jetzt mal nicht wiederholen. Ja, Gott. Von der Kirche halt. Ja. Genau. Ja, das war natürlich schade. Und Wetten, das hat einen neuen Moderator bekommen. Seid ihr zufrieden? Hätte Wetten, das abgeschafft werden sollen? Also ich habe das vorher schon nicht mehr geguckt bei Gottschalk. Und mit Lanz habe ich auch noch keine Sendung geguckt. Ich die zweite und ich glaube, das war die schlechteste von allen. Tja. Von allen zwei? Von allen zwei. ich glaube, von allen Wetten, das, die es bisher gab. Obwohl ich davon wahrscheinlich erst 10 gesehen habe. Schlimmer als Lippert? Denke ich, ja. Wobei ich mich auch an keine einzige erinnern kann. Hey, ist bei mir wie bei Connor. Ich habe das auch schon länger nicht mehr geguckt. Weil ich auch Gottschalk schon furchtbar fand. Gegen Ende. Die letzte Folge Wetten, das ist, kann ich mich noch daran erinnern, die ich gesehen habe, war, als Michael Jackson da aufgetreten ist und den Earth-Song performt hat. Jetzt und es ist schon ewig her. Mit wehendem Hemd auf so einem auf so einer Hebebühne nach oben gefahren wurde. Ja, genau. Oh mein Gott. Die habe ich auch gesehen, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da hat man halt immer noch dann, da war man noch klein und hat man gedacht, oh, Michael Jackson im Fernsehen und boah, Superstar und wie auch immer, da schalte ich doch mal ein. Was halt auch immer so super war bei diesen Musik-Acts, da haben sie dann extra so ein Bühnenbild aufgebaut, ne? Keine Ahnung. Dann gab's da so brennende Müllfässer oder sowas in der Bauruine und so. Und davor hat dann Bruce Springsteen gespielt oder so. Keine Ahnung. Also sie haben immer so abgefahrene Bühnenbilder dazu gemacht. Ja. Also bewusst kann ich mich nicht mehr erinnern, was die letzte Sendung war. Ich komplett durchgehalten hätte. Ich finde es halt auch einfach irgendwie, ist der Lanz, hatte ich auch schon mal irgendwann gesagt, aber ich finde, der beherrscht irgendwie so sein Handwerk, auch seine Sendung da, Lanz, das kann er wohl irgendwie, aber irgendwie ist der mir nicht so sympathisch, der ist so ehrgeizig und so übermotiviert, ich weiß es nicht. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, dass das so, also ist halt so eine allglatte Allzweckwaffe. Ja. Der kann alles machen, aber es bleibt nicht so wirklich hängen. Ja. Ist halt nicht so ein Charakterkopf, wo der halt, wo du wegen ihm einschalten würdest. Sondern du schaltest dann, wenn, trotz ihm ein, ne? Wegen ihm. Es ist doch nicht, so, dass du sagst, heute Abend kommt die Sendung vom Lanz, sondern du sagst, heute Abend kommt Wetten, das, trage ich halt auch noch den Lanz drumherum. Und so war es bei mir auch beim Gottschalk schon am Ende. Denn dieser ganze Altherrenwitz und Altherrenhumor und sowas, ich weiß nicht. Ich fand ja die Entscheidung von Thomas Gottschalk Supertalent zu gehen, ähnlich dumm wie von Schumacher seine Karriere nochmal Aufschub anzuschieben, nochmal neu anzufangen. Das hat er ja, glaube ich, selbst gemerkt. Jetzt will er ja erstmal ein Jahr Auszeit machen. Ja, wusste ich gar nicht, ja. Also Gottschalk, nicht Schumacher. Der ist ja ganz raus, oder? Ich glaube, der hat dieses Jahr aufgehört. Der wird bestimmt irgendwo unterkommen, so als Manager, Berater, sonst was, war er ja vorher auch. Ja. Und man muss ja auch noch sagen, Schumacher ist ja immer noch gut mitgefahren, hat halt ein schlechtes Auto gehabt, aber ne, er war jetzt nicht so, dass er auf dem letzten Platz rumgekrebst ist. Wenn das Auto gehalten hat, dann ist er immer noch, konnte er noch um die Punkte mitfahren. Er war halt nur kein Weltmeisterschaftsfahrer mehr. Ja, aber ich meine,
Okay, ich kann es verstehen, dass jeder Ärger jetzt packt. Es hat halt jeder erwartet, der steigt wieder ins Auto und wird direkt Weltmeister. Und das war halt illusorisch. Ja, dafür klar. War er beim falschen Team und mittlerweile haben halt auch andere zu ihm aufgeschlossen. Von den Fähigkeiten her. So schlecht war er nicht, nur das ist dasselbe wie mit Michael Jordan. Als Michael Jordan wieder zurückkam, waren halt auch alle enttäuscht, dass er keine 50 Punkte mehr im Spiel gemacht hat. Er war immer noch ein verdammt starker Spieler, aber er war halt nicht mehr das, was er vorher mal war. Ja, okay, wenn du das so siehst. Und ich bin jetzt kein Schumacher-Fan, also nicht, dass ich ihn deswegen verteidige. Ja, stimmt schon. Den Vettel finde ich zum Vergleich da ganz sympathisch, weil der so, der wirkt so bodenständig, so immer noch wie so ein kleiner Bub, der halt durch die große Welt da stolpert. Ja. Was euer TV-Jahr so angeht, habt ihr irgendwelche tollen Serien gesehen dieses Jahr? Connor? Ja, also wie ich schon in den letzten Folgen angedeutet habe, war ich mit dem Aufholen von Supernatural beschäftigt. Das hat doch also ja ziemlich eingeschlagen bei mir. Ich gucke das sehr gern. Dann habe ich Dr. House dieses Jahr zu Ende geguckt. Das ist ja jetzt auch zu Ende, nach 8 Staffeln. Also irgendwann hat man sich dann eigentlich nur noch aus Gewohnheit das angeguckt, weil war ja dann doch irgendwie immer dasselbe. Aber ich habe es dann doch zu Ende geguckt und ja, ich auch. Ist dann ja auch okay so. Dann habe ich noch irgendwie mir eine TV-Sendung überlegt, die ich eigentlich ganz gut fand. Und das fand ich bei Joko und Klaas, das Duell um die Welt, das irgendwie auf ProSieben lief, wo die irgendwie sich Herausforderungen gegenseitig gestellt haben, die sie dann in diversen Ländern erledigen mussten, um dann irgendwie Punkte zu sammeln gegeneinander. Das hatte 2 Folgen dieses Jahr und das fand ich doch sehr lustig. Also das habe ich gern gesehen. Das 2 Folgen, soll, ist ja wenig, ne? Ja, soll im nächsten Jahr aber weitergehen, habe ich schon gelesen. Habe ich noch gar nichts von gehört. Muss ich mal gucken. Ja, bei mir war es so, Sherlock ist zweites Staffel rausgekommen. Die fand ich ganz gut. Erste Staffel war für mich noch ein Stück besser, aber dieses Jahr zweite Staffel immer noch saugut. Riesenempfehlung. Sind halt, ich glaube, immer 3 Episoden pro Staffel, dafür aber 1,5 Stunden lang ungefähr und richtig gut gemacht. Und dann gibt's noch eine Show, die ich eigentlich auch erst dieses Jahr entdeckt habe, aber die schon ein bisschen länger gibt, aber auch dieses Jahr gesendet wurde. Roche und Böhmermann, hatte ich glaube ich schon mal in einer Sendung erzählt. Irgendwie bin ich da jetzt Fan von. Ich schaue ja irgendwie so gut wie gar kein Fernsehen mehr. Oder weil ich halt mir die Formate, die ich sehen will, selber raussuche. Aber Roche und Böhmermann gibt's auch als Podcast und in der Mediathek und wird auch irgendwie nicht depubliziert, soweit ich weiß. Oder zumindest die letzten, was weiß ich, 10 Folgen sind immer zu sehen. Und das macht richtig Spaß mit Charlotte Roche und Jan Böhmermann. Und ich finde, die sind interessante Charaktere. Charlotte Roche hatte ich vorher den Eindruck, mein Gott, diese Perverse mit diesem Sexbuch und so, aber ist mir jetzt richtig sympathisch. Und Böhmermann hat für mich einen ziemlich interessanten Humor. Macht Spaß, dem zuzugucken. Und die laden halt immer in so eine Art Talkshow im, was weiß ich, welche Jahresteil, so schwarz-weiß-mäßig und mit alten Mikrofonen so Stars ein oder ja doch, meistens sind die schon ziemlich bekannt oder sind manchmal auch B- oder C-Promis, aber das Format an sich ist halt ganz interessant, weil die Moderatoren auch einfach das sagen, was ihnen gerade in den Kopf kommt, auch wenn das gegen die eingeladenen Gäste ist. Was Markus gesagt hat? Ach so, ja, ich hatte das auch, ich glaube, du hattest das auch schon mal gesagt, ich weiß gar nicht, ist mir aber auch aufgefallen, Dexter und Fringe haben für mich wieder dieses Jahr neuen Schwung erfahren. Ja, Fringe habe ich mir, warte ich ab, bis es fertig ist. Dexter, ja. Sons of Anarchy ist auch wieder super. Ja. Also kann ich mich so dem anschließen, was Markus gesagt hat. Auch Sherlock ist natürlich super. Selbst wo jetzt in den USA so eine Modern-Day-Sherlock-Holmes-Serie angelaufen ist, finde ich, dass die britische Version einfach super. Ne? Mit dem Typen aus Der kleine Hobbit.
Und dem anderen Typen aus Der kleine Hobbit. Und aus Star Trek 12. Und aus Star Trek 12. Ist es 12? Keine Ahnung. Also jedenfalls der nächstes Jahr kommt. Ja. Ja. Ich finde es trotzdem schön, dass sie ja trotzdem Zeit finden, dann auch für eine dritte Staffel. Aber die ist jetzt verschoben worden, oder? Ja, aber sie kommen zumindest. Okay, so. Es war auch so, ich habe ein Interview gesehen mit dem, der den Watson spielt, also dem Hauptdarsteller aus dem Hobbit. Und er hat halt gesagt, er hat halt den Anruf bekommen von Peter Jackson. Also erst hat er schon bekommen von Guillermo del Toro, der ja dann später gesagt hat, er macht das nicht. Und Peter Jackson hat dann die Regie übernommen oder wird rausgeschmissen oder was auch immer. Und auf jeden Fall hat er beiden erstmal abgesagt, weil er gesagt hat, das kollidiert mit den Dreharbeiten für Sherlock. Und dann haben die gesagt, wir warten auf dich. Was ja auch schon cool ist, ne, auf so ein riesen Franchise erstmal zu verzichten, weil man halt so treu gegenüber der anderen Serie ist und die nicht hängen lassen will. Das stimmt. Ja. Was bei mir noch dazu kommt an Serien Arrow. Arrow. Der grüne Pfeil. Finde ich super spannend, weil wieder Superhelden und so ein bisschen im Stil von so Batman, also ein bisschen realistischer und bodenständiger und finde ich so spannend. Super, toll. ansonsten habe ich vorhin ja die Live-Hörer haben das ja vielleicht mitbekommen, in der Pre-Show noch so die Serien durchgegangen, die dieses Jahr gestartet sind. Da war sonst nichts dabei. Und der Großteil ist auch schon wieder abgesetzt. Charlie Sheen hat wieder eine neue Serie und ich mag ja Charlie Sheen, ich kann mir nicht helfen, ich mochte auch Two and a Half Men mit ihm. Die ist ganz okay. Also Anger Management. Weil er sich da halt auch wieder selbst auf die Schippe nimmt. Und aber sonst, außer Arrow, war eigentlich nichts so wirklich dabei. Schwaches TV, ja. Was neue Serien angeht. Ja. Alcatraz hatten wir ja vorhin noch kurz erwähnt. Die ging wohl auch abgesetzt, ne? Ja. Ein Jahr, zack. Hammer Cliffhanger, Ende aus. Ja, schade. Vorbei. Ja, die war okay für so eine Mystery-Serie und halt dann trotzdem ärgerlich. Ja. Weil du genau weißt, in der zweiten Staffel wäre es so richtig losgegangen. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Es hat alles so drauf hingearbeitet, so Mysterien wurden aufgebaut und dann zack, abgesetzt. Mhm. Ja, manchmal ärgerlich. Obwohl ich das manchmal bei so Serien auch anstrengend finde, wenn die eine Staffel endet mit einem Cliffhanger, du wartest drauf, dass die nächste Staffel beginnt, dann wird der Cliffhanger vielleicht aufgelöst, aber es entsteht direkt der nächste neue und es hangelt sich dann die ganze Staffel durch, um wieder mit einem Cliffhanger zu enden. Und du hast nicht mal zwischendrin so eine Folge, wo alles so ziemlich aufgelöst ist und du mal entspannt sein kannst und denkst, huch, von mir aus kann die nächste Folge jetzt auch erst in 2 Wochen kommen. Ja. Schlimm sowas. Andererseits ist das natürlich auch eine Kunst und ja. Ja. Dexter, Fringe, Sons of Energy haben es dieses Jahr auf jeden Fall ganz gut hinbekommen. Mhm. War ja auch die letzte Chance, denn ich habe in der Wikipedia geguckt und die sagen, am 21. Dezember ist Ende der Zählung eines rund 5125 Jahre dauernden 13-Baktun-Zyklus des Maya-Kalenders. Ach Gott. Beginn war am 13. August 3114 vor Christus. Krass. Sprich, die Welt geht unter. Ja. Mhm. Ja, da gibt es ja mehrere Theorien. Hatten wir schon im letzten Jahr sogar drüber gesprochen. Ja, ja, weil du es ja schon vorhergesagt hast, ja, was dein erfolgreichster Artikel war. Ja, aber eigentlich hätte der Papst sterben müssen. Was? Wer weiß, vielleicht ist das jetzt ein Doppelgänger. Ja, also ich hatte ja so eine andere Prophezeiung damals, irgendwie die Papstvorhersage des, oh Gott, wie heißt der, Kalchias oder sowas?
der hat irgendwie alle Päpste vorhergesagt mit irgendwelchen Zeichen und so weiter und so fort. Das passt auch gut irgendwie. Der vorvorletzte Papst soll irgendwie eine lange Amtszeit haben. Das hatte Johannes Paul nachweislich. Der war, glaube ich, der drittlängste amtierende Papst. Der danach soll eine kurze Amtszeit haben. Wäre bei Benedikt nun auch nicht so unwahrscheinlich gewesen bei seinem Alter. Und der letzte Papst, der kommt, soll sich Petrus nennen. Ja, ist nun leider nicht eingetroffen. Oder zum Glück oder wie auch immer. Aber wäre ja schön gewesen. Wer weiß, was morgen noch passiert. Ja. Ja, ja, ich habe letztens auch nochmal nachgeguckt und Benedetto ist ja jetzt auch schon 7 Jahre im Amt. Was ja relativ überraschend ist. Viele haben ja wirklich damals gesagt, das wird so ein Übergangspapst, der macht's nicht lange. Ich meine, 7 Jahre ist jetzt auch nicht ewig, aber wenn man dann beachtet. Für einen Papst ist das schon gar nicht mal so schlecht. Eben. Also da sind auch einige, die kürzer waren. Ich meine, als Johannes, in dem Jahr, wo Johannes Paul der Zweite zum Papst wurde, da gab es 3 Päpste in dem Jahr. Also er war der 3. Papst in diesem Ja, nicht schlecht. Aber habt ihr noch irgendwie, geht ihr noch zur Weltuntergangsparty oder sowas? Ich weiß nicht, mich würde ja interessieren. Also jetzt mal ganz im Ernst, es gibt ja bestimmt viele Spinner, die da wirklich dran glauben. Habe ich was zu gehört, irgendwie in den USA, wo auch sonst, da gibt es doch extra irgendwelche Läden, wo man sich dann so Nahrungsmittel kauft, wenn die lange halten, so irgendwie Bratkartoffeln mit Ei, wo du dann einfach nur heißes Wasser drauf kippen musst und hast du fertiges Essen und das hält irgendwie 30 Jahre. Yeah. Und dann hat sich da irgendwer so eine Röhre unter die Erde setzen lassen mit so einem Zugang, 12 Meter, und hat dann irgendwie für weiß ich wie viele Jahre dann da Essen gebunkert. Und irgendwie so ein anderer, der hat sich dann erstmal wie waren das, irgendwie 800 Dosen Ravioli gekauft. Boah. Und das muss man sich mal vorstellen. Du bist dann da irgendwo, sperrst dich dann irgendwo ein und isst jeden Tag Ravioli 3 Jahre lang oder so. Und irgendwann hängt dir das Zeug doch echt zum Hals raus. Ja, ich fand das damals irgendwie schon so krass, als dieser Spinner, da gab's da irgendwie jemand, der schon den Weltuntergang schon ein paar Mal prophezeit hat, ne? Da war es doch auch so, dass irgendwie so ein Business da aufgemacht hat und den Leuten gesagt hat, wenn die Welt untergeht, wir kümmern uns um eure Tiere oder so. da haben sie die auch alle mit abgezockt und richtig Kohle gescheffelt. Ich frage mich, wie die Logik da war, weil wenn die Welt untergeht und die Leute, die Geld dafür ausgeben, dass sie sich anschließend um ihre Tiere kümmern, müssten doch eigentlich auch davon ausgehen, dass die Leute, die sich dann darum kümmern, auch mit untergehen, oder nicht? Aber egal. Ich weiß nicht. Es gibt bestimmt auch irgend so Sekten oder sowas, die sich vielleicht umbringen wollen, um dem vorherzukommen oder so. Keine Ahnung. Könnte ich mir vorstellen, oder? Es gibt doch, gibt's ja häufiger mal diese mit Massensuizid. Was mir dann echt unheimlich ist. Naja, ne, die denken, da kommt der Weltuntergang, wir bringen uns um. Da denke ich mir, dann wartet's doch ab. Wenn er wirklich kommt, dann seid ihr ja auch tot. Ja, aber dann wird's vielleicht ganz grausam und der Teufel quält euch und was weiß ich. Und die Außerirdischen vom 13. Mond des Zyklus nehmen euch nicht mit. Verdammt. Wenn du beim Weltuntergang noch in deiner körperlichen Form bist. Ja. Ich glaube, da gibt es echt so viel. Und ich glaube, da sind so viele unheimlich enttäuscht, wenn auf einmal der 22. Dezember ist. Echt? Ich auch. Nein. Ja. Aber morgen gibt es hier noch, können wir ja auch nochmal pluggen, wenn man darf, hier die große Weltuntergangsgala als Podcast, als Live-Podcast. Hier mit Alexander Hoaxmaster vom Hoaxilla-Podcast und
Sebastian Bartoschek, glaube ich, und dann mit Holgi und ganz viele kommen also dazu. Also wenn ihr diese Folge hört, dann gestern. Ja, letzte Woche. Genau. Letztes Jahr. Aber es gibt ja auch ein paar Live-Zuhörer, vielleicht haben die ja Bock, morgen da einzuschalten. Ja. Es gibt auch, glaube ich, Neo Paradise. Macht irgendwann Spaß, habe ich irgendwo gelesen. Mit Joko und Klaas. Also. Auch auf Vorbereitung für den Weltuntergang. Hm. Irgend so eine Serie und keine Ahnung. Ich habe das nebenbei gelesen und dass es wohl lustig werden soll und habe mich nicht weiter damit beschäftigt, weil ich überhaupt kein Neo Paradise habe. Na, ich auch nicht. Ja. Andererseits, wie schauen wir uns um, wenn es auf einmal doch kommt? Dann wäre ich ziemlich erstaunt. Wahrscheinlich nicht lange, ne? Ja. Ja. Aber wie sähe sowas aus, ne? Wie würdet ihr euch das ausmalen? Ich stelle mir so vor, irgendwie alles brennt und keine Ahnung. Wie sieht so ein Weltuntergang aus? Oder einfach so ein Riesenkomet und zack, weg. Ich glaube, Manzi-Aufkleber werden lebendig und fressen alle Menschen auf. Möglich. Ab, komm, bezahl was in die Manzi-Kasse. Ja, mache ich gerne. Freiwillig. Ja. Um es mit den kleinen Wesen aus Ronja Räubertochter zu sagen. Pui, 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 pui. Wieso denn bloß? Wieso denn bloß? Ja. 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 Rückblick. Was gibt's denn noch eigentlich von uns zu sagen? Was ist denn mit der Brüllaffen-Couch passiert in diesem Jahr? Puh. Wir sind live gegangen. Oh, boah. Ja. Am 11. April. Da hatten wir noch Chatbeteiligung. Damals. Heute haben wir auch Chatbeteiligung. Heute haben wir auch Chatbeteiligung. Heute ist auch schon wieder relativ viel los. Obwohl bei uns ist ja schon viel los, wenn zwei Leute da sind. Ja, ich weiß nicht. Wir sind ja auch heute im anderen Chat, weil. Weil wegen Poops Down und so. Ja, genau. Ja. Von daher ist das ja auch schon wieder viel. das war eine gute Entscheidung. Doch, ich gebe ja zu, ich war ja etwas zurückhaltend, weil ich den Sinn nicht so kapiert habe. Hm. Ich kapiere ihn immer noch nicht so ganz, weil ich selbst kein Live-Hörer bin. Hm. Weil ich das auch nie mitbekomme, wenn irgendwas live kommt. Und ich immer noch lieber auf Konserve höre. Aber es gibt ja Leute, die das begeistert. Und ich finde auch schön, dieses direkte Feedback dann aus dem Chat zu haben. Ja. Also gerade, ich finde es auch als Hörer ganz nett. Also immer, wenn ich gerade mal zufällig mitkriege, dass ein Live-Podcast läuft, ich stelle mir jetzt nicht extra einen Kalender meistens danach. Also ganz selten, wenn irgendwie was ganz Spezielles ist. Aber wenn ich gerade mitbekomme, irgendein Podcast, den ich gerne höre, sendet gerade live, dann gehe ich da auch immer in den Chat und mache mit. Macht Spaß, finde ich. Ja. Und Apfelkern kam auch dieses Jahr noch zu uns, ne? Jo, genau. Da haben wir eine treue Hörerin verloren, aber eine gute Podcasterin gewonnen. Ja. Ja, wir hatten auch unser großes Casting. Muss man ja auch mal sagen, die kommt ja wirklich teilweise auf Themen, auf die werden wir Männer im Podcast Leben nie gekommen. Nee. Aber die ja auch gut sind, weil wir haben ja immer viel darüber geredet und so hat man auch gemerkt, dass unsere Folgen so nach und nach länger geworden sind. Ja, das stimmt. Wir haben dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr zu welchem Anlass, ich glaube kurz vor der 50. und bei der 50. Folge haben wir es, glaube ich, ein bisschen übertrieben, so die, was die Länge anging. Aber sonst. Also wir haben es nie auf 3 Stunden geschafft, aber die 50. war 2 Stunden 59 Minuten 21 Sekunden. Ja. Also heute hatten wir uns ja auch vorgenommen, dass es schon ein bisschen länger wird, weil wir so viele Themen haben und das Jahr und so. Aber ich glaube, den Rekord wir knacken toppen. Wir heute auch nicht. Nee. Das ist auch ein bisschen anstrengend dann. Ja. Ja, auch als Hörer wahrscheinlich, ne? Ja, gerade als Hörer. Also ja. Mir ist egal, wenn wir noch Themen hätten, könnten wir auch weiterschwätzen. Aber ich denke dann immer umgekehrt, würde ich mir das antun als Hörer? So 4-5 Stunden Sendung.
Ich habe letztens so Podcast-Folgen runtergeladen, die waren wirklich 5 oder 6 Stunden lang. Mhm. Ich dachte, das ist ja fast schon so lang wie manches Hörbuch. Und ich habe die Podcast-Folgen auch gerade wieder gelöscht. Ich habe den Podcast ja noch nicht angefangen zu hören. Das war für die Neugierigen Dan Carlson, irgendwas mit History. Ein englischsprachiger Podcast. Was von der Beschreibung interessant war, so ein alternativer historischer Podcast. Aber ich habe dann mal gesehen, was ich da für Folgen noch hören muss und wie lang die sind. Da habe ich gedacht, komm, das klemme ich mir. Das ist mir dann zu anstrengend. Ich habe ja letztens auch irgendwo im Chat, ich glaube nicht, dass er bei uns war, ich glaube bei einem anderen Podcast oder so, da meinte jemand, er wird nur Podcasts, also abonnieren, von denen er auch dann die erste Folge bis zum Ende hört. Also wenn er einen neuen Podcast abonniert, dann bedeutet das für ihn, er muss Folge 1 bis heute hören, sonst abonniert er den nicht. Aber wie gut, unsere erste Folge war ja Folge 000 und die dauert nur 1 Minute 49. Er hätte dann wenigstens eine schnelle Entscheidung. Ach so, okay, ja, stimmt. Die Entscheidung schon, ja. Ich finde, also das finde ich ein bisschen blöd, weil du merkst bei vielen Podcasts, wenn du die am Anfang hörst oder die ersten älteren Folgen hörst, die entwickeln sich dann auch. Ja. Also ich meine, wir sind, sage ich jetzt mal ganz eingebildet, auch besser geworden. Also, ne, wir schneiden weniger als früher, ein bisschen halt, weil es uns auch egal ist, aber ein bisschen auch, weil wir mittlerweile freier reden und nicht mehr über alles so sehr nachdenken. Ja. Ich weiß noch, wie ich... Was mir sehr entgegenkommt. Ich weiß noch, wie ich bei der allerersten Brille auf dem Couch Sendung, ich war total nervös, obwohl wir nicht live gesendet haben, ne? Weißt du auch nicht. Heute bin ich nicht mehr so nervös. Manchmal weiß ich aber auch nicht, ob das eine gute Sache ist, wenn man so locker da drin, ach ja, heute Podcast, ein bisschen Quatsch. Weiß nicht. Nö, ich finde das schon angenehm. Doch, dass, ja. Dass man so Routine hat und nicht mehr über alles nachdenkt. Manchmal denkt man sich dann auch, ich höre mir mittlerweile unsere Folgen nicht mehr ständig an. Am Anfang habe ich das noch gemacht, auch weil ich sie teilweise geschnitten habe. Ja. Aber mittlerweile mache ich es nicht mehr, weil ich mir denke, Mann, da hast du wieder Mist erzählt. Ja. Wenn ich da zu viel drüber nachdenke, dann wäre ich wieder unsicher, wenn wir live sind. Aber so, das ist egal. Ja. Für die Statistikfreaks vielleicht noch interessant. Okay. Ohne diese Folge, die ihr gerade jetzt hört, die käme noch dazu, haben wir 46 Folgen in diesem Jahr aufgenommen. Wenn man diese 46 Folgen am Stück hört, dann braucht man dafür 3 Tage, 45 Minuten und 39 Sekunden. Boah, 3 Tage unseres Lebens. Ne, wir brauchen ja noch länger. Also wir können schon wir 5 Tage rechnen. Also es sind jetzt mit dieser Folge zusammen haben wir dann so ungefähr 3 Tage, 3 Stunden. Oh, grob. Ja. So stelle ich mir die Hölle vor, alle eigenen Podcasts nochmal durchhören müssen. Ja. Ja. Mit alle zusammen sind wir bei 3 Tage, 19 Stunden, 38 Minuten. Ja, und dann immer noch 1 Stunde Pre-Show von uns. Das sind nochmal 46 Stunden dazu. Nicht schlecht. Meine Güte. Uiuiui. Wie viel ist das in Fußballfeldern? Wie oft kann man damit zum Mond fliegen? Ich weiß nicht. Oft. Ich weiß gar nicht, wie lange dauert das denn, zum Mond zu fliegen? Weiß das jemand? Keine Ahnung. Ja schon lange keiner mehr gemacht. Ja. Jetzt geht das bestimmt schneller. Ist ja jetzt 40 Jahre her. Ich glaube, Pendolino hat das für den Chat geschrieben. Ja. Naja. Aber ist eigentlich nicht schlecht, oder? Also so von 46 Folgen. Mhm. Ich habe letztens irgendwann mal reingeguckt, ob wir bei iTunes mal ein paar Bewertungen bekommen haben und da ist es auch gar nicht so schlecht dabei eigentlich. Haben wir. Cool. Oh, wisst ihr noch, am Anfang haben wir immer in die Charts geguckt. Ja. Ich mache das gar nicht mehr. Ich auch nicht. Ich gucke auch nicht mehr nach den Bewertungen, aber eigentlich nur aus Angst, dass wir bekommen ja so wenig Feedback, aber ich denke mir dann immer, bei iTunes ist wahrscheinlich das ganze schlechte Feedback. Aber nein, wir sind immer noch bei 4 Sternen. Wir sind auch auf YouTube, zwar gerade nicht ganz aktuell mit den Folgen, aber na, da gab es noch keinen Kommentar. Aber da wäre ja eigentlich das schlechtere Feedback zu erwarten. So meine ich das eigentlich. Ja.
Ne, aber was ich letztens, was mir noch aufgefallen ist, es gibt ja eine neue Version von Instacast, ne? Und da gibt's jetzt in der Suche, ich glaube, ich weiß nicht, ob das vorher auch schon gab, gibt's dann halt, wenn du eine neue Podcast suchst, auch ein Tab, der Enhanced heißt, also alle Enhanced Podcasts werden da aufgeführt. Und da sind wir an 27. Stelle sogar. Nicht schlecht, oder? Habe ich jetzt letztens zufällig mal gesehen, weil ich da gucken wollte, was die neue Instacast-Version so kann. Finde ich auch ganz nett, so die Unterteilung zwischen Enhanced Podcast und nach Genre und so hat er ganz gut hingekriegt da. Im Übrigen, Hörer, die Brüllenhafen-Couch Enhanced abonniert haben, haben auch abonniert Brüllenhafen-Couch. Schlecht. Ja, wahrscheinlich wie wir alle selbst mit viel mehr Downloadzahlen haben. Nein, ich habe uns nur einmal abonniert. Ich auch, nur auf ja, dem Handy. Handy, sagt man eigentlich noch Handy? Nee, ne? Ich ja. Ja. Was willst du denn sonst sagen? Smartphone, iPhone, Android, Endgerät. Weiß nicht. Ja. Jo, Jungs, wollen wir mal in die Aftershow gehen? Ja, das können machen. Wir gerne machen. Dann können wir uns aber noch danken für das ganze Jahr, dass uns die Hörer schon zuhören. Ja, danke für eure Kommentare, für die Chatbeteiligung, für alles. Ja. Und ein frohes Fest gehabt zu haben, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und einen guten Rutsch, genau, falls die Welt nicht untergegangen ist. Genau. Falls die Welt nicht untergeht, hören wir uns im nächsten Jahr wieder. Und hoffentlich seid ihr dann auch wieder mit dabei. Schöne Grüße auch von den anderen beiden Affen, die ja heute eine Auszeit nehmen mussten, also nicht konnten, nicht haben konnten. Ja. Dann tschüss. 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 It's Santa here. A very Merry Christmas and the happiest New Year. Ho, ho, ho.